Ja, huhu, hier wieder beim Koani und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Ich hoffe, wir sind gut zu sehen und zu hören da draußen. Wenn irgendwas ist mit dem Ton oder dem Bild, sagt euch, beschwert euch. Wir versuchen es zu verbessern. Ja, aber wenn nichts ist, ist auch gut, ne? Heute mit dabei die Scarlett, die ist eine La Sombra und wird gespielt von Mondi. Hallöchen! Außerdem ist dabei der Rerion, der spielt Ronan den Tremere. Der ist zwar nicht sonderlich tremerig, aber wird gespielt von Rerion. Hey. Na, noch ist er nicht richtig tremerig, Aber voll irisch. ne? Ja, haben wir ja eben schon schön Musik gehört für Ronan. Im Wartebildschirm. Ja, außerdem haben wir den Gangrel Bruce, der auch nicht der typische Gangrel ist. Er wird gespielt von Kakko. Hallo. Ja, und dann haben wir die Clubbesitzerin, Sheriff der Stadt und sonstige Liebling der Massen, Samantha, die Toreador, gespielt von Feramin. Hallo. Und wir alle sind unterwegs in der World of Darkness, in der Stadt ohne Namen, die an der Grenze zu Mexiko, einem schönen Bundesstaat Texas in den USA liegt. Niemand weiß, wie diese Stadt heißt. Keinen scheint es zu stören, außer unsere vier Vampire hier und ihren Counter 1 hat dann getan. Ja, zählt mal wieder schön mit. Für jeden Iren einen Schnaps. Oder was trinkt Rerion da eigentlich gerade? Zeig mal. Ist das leer? Ja, genau. Für jeden Iren einen Zug. Könnte in Chaos enden. Ich habe nur eine Flasche, also ist das okay. Hättest du ja so einen roten Cocktail machen müssen. Entschuldigung. Grün. Grün, Iren. Alles klar. Gut, ja, Altmeisterbowle. wie gesagt, wir sind in der World of Darkness unterwegs. Das heißt für euch, die da zuschaut, stellt euch ein darauf, dass es etwas düsterer zugeht. Die World of Darkness ist dreckig, ist böse, ist verkommen. Genauso ist diese Spielrunde, also das In-Time zumindest, Out-Time sind wir alle ganz nette Gesellen und Gesellinnen. Aber gibt's das Wort überhaupt, Gesellinnen? Weiß es gerade nicht. Ja, deswegen passt auf, wenn euch irgendwas triggert oder euch irgendwas anfasst, dann schaltet doch um. Wenn ihr es gerade live schaut, macht's aus oder so. Wenn ihr es später schaut, spult vor, zurück oder guckt was anderes. Tut euch selber einen Gefallen und quält euch nicht dadurch. Denn das Ganze soll Spaß machen und ja. Ja, wenn euch irgendwas daran nicht Spaß macht, dann ist das auch nicht gut. Gerne könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, wenn euch irgendwas da nicht so passt. Dann können wir ein bisschen. Olle sagt immer so schön, kann man drüber reden. Finde ich gut. Ja, Impala schreibt schon, eigentlich darf Ronan nur irischen Whisky trinken. Ja, stimmt eigentlich. Richtig. Schon wieder ein Stilbruch begangen hier. Ja, gut, den Spoiler vorneweg. Wir spielen Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Inzwischen auch auf Deutsch erhältlich, wenn auch mit äußerst ulkigen Übersetzungsfehlern. Falls euch das interessiert, wie das Ganze aussieht. So sieht das Buch aus, das ihr euch kaufen solltet. Wenn ihr das auch mal spielen wollt mit eurer Tischrunde oder eurer inzwischen Online-Runde, die ist wesentlich ungefährlicher in der jetzigen Zeit, dann schaut nach diesem Buch Ausschau. Es lohnt sich meiner Meinung nach. Und ja, die Runde hier hat schon 49 Folgen erreicht. Das hätte ich nie gedacht, als wir gestartet haben. Außerdem haben wir ein paar Zwischenfolgen dazu. Also eigentlich sind wir schon weit über der 50. Und wir steuern auf einen kleinen Showdown hin. Vielleicht passend zur Folge 50, je nachdem, was passiert. Und beim letzten Mal haben wir schon so kleine Anläufer dafür mitbekommen. Die Planungen der Gruppe gehen in die Richtung, dass man den Primogen, der Malkavianer, langsam mal eins auswischen will. Für all das, was er inzwischen so im Hintergrund werkelt und tut. Und den endlich mal konfrontieren will mit dem, was man macht. Aktiv werden, anstatt immer nur zu reden und alles über sich ergehen zu lassen, was im Hintergrund so passiert.
Und ja, außerdem sind beim letzten Mal einige einzelne Dinge passiert, die doch durchaus interessant waren. Scarlett hat einen neuen besten Freund gefunden im Stadtpark. Jemand, der euch Informationen geben kann über die Stadt ohne Namen, als sie noch keine Stadt war, und über die ursprünglich alten Vampire, die hier wohl sind. Und also sie hat einen Vampir getroffen, der lange geschlafen hat und viel über die Vergangenheit weiß. Das könnte nützlich werden. Ja, außerdem hatte das zweite große Ereignis beim letzten Mal, dass Sam ihre beste Freundin aus Sacramento, die schon etwas länger in der Stadt ist, aber endlich mal konfrontiert hat, also sich gezeigt hat und mit ihr geredet hat und ihr versucht hat einzureden, dass sie doch besser die Stadt verlassen soll. Was anfing wie ein rührseliges Wiedertreffen zweier Freundinnen, endete darin, dass es ja, ein sehr ernstes Gespräch wurde und klar geworden ist, dass menschliche Lebensentwürfe oft nicht zu vampirischen Lebensentwürfen passen. Und am Ende hat Samantha dann all das herausgeholt, was sie bis jetzt, glaube ich, noch nie gemacht hat. Wenn ich mich richtig erinnere, zumindest. Denn sie hat mal das angewendet, was sie... Wahlparty. Nochmal? Es gab da so ein Hinterzimmer auf einer Wahlparty, da hat sie das... Ach ja, stimmt, das warst du auch. Ich hatte in meinem Kopf, dass das Isaiah war, aber du warst es eigentlich. Ja, genau. Deshalb musste er auch Hand und Fuß haben, dann kann das nicht Isaiah gewesen sein. Ja, genau. Und ja, da hat sie das zum zweiten Mal dann angewendet, ihr Wissen, was sie nicht ganz Toreador-mäßig erworben hat. Wahrscheinlich von beigebracht worden von John Doe. Und sie hat ihrer besten Freundin dieses innige Gespräch wieder gelöscht. Und so kam die Sandra ganz verwirrt wieder zurück in die Bibliothek und hat dort Scarlett getroffen. Scarlett dachte, okay, die beiden haben sich endlich mal ausgesprochen, yippie! Und sie wusste nicht mehr, warum und was. Und dann wurde sie mit einer Tütensuppe abgespeist, die eigentlich ganz lecker ist. Genau, ja. Währenddessen versucht Bruce ein bisschen um Henry zu kümmern, seinen alten Freund aus dem Trailerpark, und hat die anderen mal ein bisschen gefragt, wie das denn so geht mit dem Menschen in die Vampirgesellschaft eingliedern, um es mal beschönigend auszudrücken. Und ist, glaube ich, noch nicht so endgültig zu einer Entscheidung gelangt, aber zumindest liegen die Karten dahingehend jetzt mal auf dem Tisch, denn Ronan hat ihm das dann ganz, ganz ordentlich erklärt, wie das so halbwegs funktioniert, aus Tremere-Sicht. für Ronan ist es sowieso gerade eine schwierige Zeit. Er war ja früher mal Sheriff der Stadt, inzwischen nicht mehr. Relativ wenig zu tun, der Gute. Und seine Freundin ist außerdem noch weg. Mit einem Banu Hakim unterwegs gerade und einer Bucha. Dass so die beste Gesellschaft ist, kann man sich jetzt mal denken. Du bist gemutet. Klingt wie so ein Road-Movie. Genau. Und hat schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sam hatte Malcolm, dem Banu Hakim, eine Nachricht hinterlassen, um Jelly irgendwie zu kontaktieren. Hat auch eine Antwort erhalten, indem sie keine Antwort erhalten hat. Das ist nicht on-air passiert, aber im Hintergrund laufen die Gespräche. Oder auch Nicht-Gespräche. Und Ronan kann ja mal beschreiben, gerade um damit mal dann in die heutige Session reinzustarten, wie denn so allgemein die Gemütslage ist. Wir
waren eigentlich jetzt mit, wir sind immer noch am Anfang März und starten jetzt so ein bisschen in die Zwischenzeit zwischen dem 6., also dem, der Nacht des 7. März bis zum 10. März und raffen ein bisschen die Ereignisse der Tage, die dazwischen kommen. Und wie geht's Ronan gerade so? Was tut er? Und was macht er mit der ganzen Zeit, die er jetzt hat? Naja, das ist immer so, ein bisschen schwierig. Also jetzt, wo er ja wieder normal quasi Teil der Gesellschaft ist und diesen Sheriffsposten nicht mehr hat, hat er tatsächlich Freizeit. Und da sein Kopf ja nicht stillsteht, sorgt das halt dafür, dass er versucht, sich irgendwie zu beschäftigen. Er hat keine Nachricht von Jelly, er weiß nicht, was mit ihr am Happenen ist. Also zieht er durch die Stadt. Also das macht er schon mal recht häufig. Also macht Spaziergänge, schaut sich die Stadt an, guckt, ob er irgendwelche übernatürlichen Spuren in der Stadt findet. Er hat ja Zeit bei Spaziergängen. Hängt sonst auch mal im Club ab. Gut, er tanzt nicht, weil das will keiner sehen. Aber er schaut dann halt da mal vorbei, auch gerade jetzt wegen den Sachen, die durch Sarah passiert sind. Ob wie sich das jetzt halt beruhigt oder auch nicht beruhigt und wie der Club überhaupt läuft und wie viele Kainiten jetzt so in den Club gerade kommen. Und ansonsten war auf jeden Fall das ein oder andere Mal dann doch draußen, um mal zu gucken, was das jetzt in dieser komischen Basis so abgeht. Weil er hat so das Gefühl, er kommt halt nicht drum rum, jetzt doch mal so langsam mit Lernen anzufangen und naja, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der inspirierendste Ort, aber es ist besser als gar keiner. Die Blutjagd in der Stadt ohne Namen auf die Dünnblüter zieht natürlich auch ihre Kreise auch in dem neu eröffneten Club von Sam, denn das ist ja auch jetzt ein Anlaufpunkt für Vampire, um sich kostenlos in Anführungsstrichen mit Blut zu versorgen oder relativ einfach mit Blut versorgen zu können. Das heißt, Ronan wird hier ein oder andere Mal auf jeden Fall Vampire der Stadt sehen, auch bekannte Gesichter sehen, und trinken sehen oder sich sonst irgendwelche, wird es sonst irgendwelche Treffen geben. Von ansonsten seht ihr aber jetzt Auslieferungen oder von Gefangennahmen oder Exekutionen von Dünnblütern bekommt ihr großartig so nichts mit. Zumindest Ronan an der Stelle nicht. Und offen im Club wird damit auch nichts passieren. Auch seit ihr die Malkavianerin aus eurem Keller entfernt habt, sind auch die Gewaltausbrüche im Club etwas weniger geworden. Also haben sich auf das Maß beschränkt, was halt in so einem Club manchmal passiert. Und die Leute drehen nicht mehr so völlig am Rad wie. Und es laufen auch keine Hasen zwischen euren Füßen mehr entlang oder irgendwelche grinsenden Katzen verstecken sich unter Sams Bürotisch. Das ist ganz angenehm zu erfahren, dass da alles wieder halbwegs in normale Schienen läuft. Ansonsten wird Ronan da, was machst du da irgendwas mit den Leuten, die du da siehst im Club, oder notierst du die einfach nur, war da oder war nicht da, oder? Naja, also Ron ist ja ein stiller Beobachter, das kann er halt tatsächlich relativ gut. Im Zweifel, da er sich eh nicht an solchen was beteiligen will, stellt er sich dann einfach in der etwas dunkleren Ecke mit Verdunklung 1, solange er sich nicht bewegt, und schaut sich dann einfach die Leute an. Guckt mal so, also schnappt Gespräche auch von den Menschen auf, ob da vielleicht irgendwas noch mit dem Aschemörder und so im Umlauf ist, beziehungsweise ob sich vielleicht irgendwas von den übernatürlichen Sachen vielleicht auch bei den Menschen niederschlägt, also außerhalb mit dem Namen der Stadt, logisch, aber der so versucht, generell Informationen zu bekommen von direkt von der Pike auf, also quasi sein
sein Streetwise auszubauen, um es mal so auszudrücken. Mach doch mal eine Probe auf Streetwise und Investigation. Wo ich es gerade angesprochen habe. So. Wo habe ich es denn da? Und dann muss ich, glaube ich, hier mit anfangen. Das geht nicht zusammen über das Tool. Dann mach's mit Intelligence. Okay. Intelligence. Ja. Drei Erfolge. Das reicht mir dahingehend, dass du dann ein bisschen was aufschnappen wirst, wenn du da irgendwie verdunkelt in der Ecke stehst. Jetzt muss ich ein bisschen zurückfragen. Der Beobachter Ronan dürfte an der Stelle Sam auf jeden Fall bekannt sein. Oder zumindest mit Sam mit ihrem Auspex wird das mitbekommen, auch dass öfters mal Leute irgendwie verdunkelt in den Ecken herumstehen. Unter anderem auch Ronan. Frage ist halt, wie offen deine Nachforschungen als Sheriff jetzt gerade laufen und ob Ronan mit drei Erfolgen, was das angeht, irgendwas in seinen Beobachtungsaktionen davon mitbekommt, weil du ja auch Menschen eingestellt hattest, als Augen und Ohren zu fungieren. Naja, die Recherchen, die ich da gemacht habe, waren ja eher... Erstmal online machst du? Ich habe mir das Jahrbuch runtergeladen, genau, und wollte mir mit dem Jahrbuch eine Liste erstellen, welche quasi Personen überhaupt in Frage kommen, theoretisch Thin Bloods zu sein. Und ich stelle jetzt mal, die Liste bin ich auch mal mit Ronan durchgegangen, so nach dem Motto, dass man sagt... wo wir dann vielleicht auch einfach abgeglichen haben mit Todesanzeigen von denjenigen, wo der Aschemörder eben zugeschlagen hat, dass man sagt, okay, es ist im Prinzip, es ist hauptsächlich jetzt diese Jahrgangsstufe gewesen und dass man quasi auskreuzen, okay, die und die wissen wir eben, also die zwei, die ich im Keller hatte, sind definitiv ausgeext. Und wie gesagt, da, wo es dann irgendwelche Traueranzeigen gab oder eben einfach, wo Taten vom Aschemörder angezeigt worden sind, die sind damit schon mal rausgestrichen. Und sonst ist es halt, Sam plant ja da was. Und darüber weiß Ronan nicht, was sie plant. Okay. Sondern nur, dass sie eben diese Liste gemacht hat und dass sie mit ihm die mal durchgegangen ist, wer denn alles in Frage kommen würde. Auch wen davon haben wir an diesem Rave gesehen. Da hätte sie auch Bruce und Scarlett nochmal gefragt, so nach dem Motto, sind da noch Gesichter dabei, an die ihr euch erinnern könnt, die jetzt noch nicht quasi markiert sind, als die waren auf der Party sicher oder? Das heißt, irgendwie für mich jetzt klingt es so, als ob du Ronan so halb mit ins Boot holst, um ihn in gewisser Weise in Sicherheit zu wiegen, indem du dadurch halt auch rechtfertigst, warum du dich mit der Thematik beschäftigst, ohne dass dann direkt ersichtlich wird, was du genau vorhast. Er soll halt auch die Augen offen halten. Genau. Also wen er sieht und vor allem, wenn ihm bei irgendeinem von dieser Jahrgangsstufe quasi, wenn er einen sieht und es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass die Person tatsächlich in Thin Blood ist, weil er sie zum Beispiel irgendwo trinken sieht oder so. Mhm. Genau, okay. Vielleicht auch bei den nächtlichen Streifzügen sonst, also die würde ich dann cashen und ja, einkassieren mitnehmen, tatsächlich, wenn ich jemanden sehe. Mhm. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, da wird nicht viel mit passieren. Klar. Und dann wirst du mit deinen drei Erfolgen auch sonst weiter nicht da mehr, also keine Andeutung oder irgendwelche Informationen bekommen. Was ja gut ist. Genau, was ja, kann man jetzt interpretieren. Aber ja, was dir wohl auffallen wird, ist, dass es wohl seit... ja, ein paar Tagen wohl neben dem Club irgendwie noch eine neue Beschäftigung in der Stadt gibt. Und zwar scheint die Party-Szene so ein bisschen abzurücken vom Normal-Party-Machen hin zu einem etwas illegaleren Trend irgendwie. Da scheint es wohl jetzt irgendwo eine neue Örtlichkeit zu geben auf der anderen Seite der Stadt,
in so einer Art Shisha-Bar, wo halt irgendwie man abhängen kann und wo dann halt ja sowas Ähnliches wie Orgien stattfinden. Irgendwie so sexuelle Freiheit und Drogen und sowas ziemlich offen ausgegeben werden. Also da kannst du das ein oder andere Gespräch unter den Menschen, weil du hast ja eben betont, dass du die Menschen halt auch, dann wirst du da auch was mitbekommen. Das klingt doch mal spannend. Und halt zum Thema Sims ist halt, sie hatten ja schon viele Sachen im Vorfeld durchgesprochen und dass sie jetzt Sheriff ist und sich um das Problem kümmern muss, ist Ronan klar. Sie kriegt auch den ein oder anderen Seitenblick bei ihren Sachen, aber er wird nicht fragen, was sie genau macht. Ich denke, allgemein wird Ronan, wenn er als Beobachter da ist irgendwie und da ein bisschen drauf achtet mit den drei Erfolgen, definitiv mitbekommen, dass Sam arbeitet als Sheriff und auch akribisch versucht, ihre Quellen irgendwie zu nutzen und viel zu tun hat. Also sehr, sehr schwer, auch am Anfang halt, hat Feramin ja gerade beschrieben, ein bisschen halt dich mit ins Boot holt, aber dann auch sehr, sehr beschäftigt wird und einige Anfragen für Unterhaltung und so auch sehr schnell abwiegelt und ja, von A nach B unterwegs ist und ja, einfach sehr, sehr viel zu tun hat, ohne dich jetzt direkt mit einzubeziehen. Was eine kleine Art Novum ist in eurer beider Beziehung, würde ich mal sagen. Ja, das ist dann aber auch so der Punkt, wo Ronan kapiert, dass sie Dinge plant, von denen er nichts wissen soll und das ganz bewusst so macht, und dann wird er da auch nicht nachbohren. Okay. Aber dieser Laden klingt spannend. Also da den wird er sich vielleicht mal ansehen, so wenn man da hinkommt. Ja, so also kannst du auch gerne irgendwann zwischen in den Tagen mal dahin gefahren sein. Das ist halt, wie gesagt, so eine wirklich total verrauchtes Eck-Gebäude, wo Oh, halt man darf rauchen. genau, man darf rauchen da drin, genau, richtig, einmal das und zweitens ist, ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie diese Klischee, wenn ihr aus den Filmen diese Drogenautos kennt, wenn die dann vorfahren, die Fenster werden runtergekurbelt und es kommt schon so eine Wolke da raus. So ähnlich geht es Ronan auch, wenn er die Tür von dem Laden aufmacht. Also, ja, Kein Auspex. ich wollte gerade fragen. Ronan macht das Auspex aus und geht da rein und ja, es ist ein wildes Mischmasch aus allen möglichen Tabak- und Chemiegerüchen, die hier irgendwie zusammenkommen. Und es gibt halt mehrere kleine so Sitzgelegenheiten mit so, wo die Leute irgendwie rauchen. Man kann auch ziemlich offen sehen, dass da teilweise Leute auch illegale Dinge rauchen oder zu sich nehmen. Wenn Ronan mal auf dem Klo eine Abstecher macht, da sind durchaus Spuren von Kokain und allem möglichen anderen Zeug zu finden. Oder Leute, oder kannst Leute beobachten, die sich da gerade eine Line ziehen. Okay, das sind 7 Jahre wegen Betäubungsmitteln, das sind 3 Jahre wegen Betäubungsmitteln, das sind 12 Jahre. Okay, der überlebt die Nacht vermutlich sowieso nicht. Das sind 4 Jahre wegen Betäubungsmitteln, also so ungefähr. Ja, also es ist so, schaut sich mal das Treiben an. Würde aber natürlich irgendwie darauf achten, ob hier dann vielleicht doch irgendeiner ist, der nicht atmet. Also so jetzt offensichtlich erstmal, weil bei dem ganzen Nebel fällt das irgendwann auch nicht so auf. Ja, das könnte sein, dass das nicht so richtig auffällt, ja. Und ja, aber dir fällt jetzt so auf den ersten Blick da jetzt irgendwie so mit dem bloßen Auge auch niemand irgendwie direkt auf, der da irgendwie ist. Was wohl auffällt, ist, wenn du reinkommst in den Laden, irgendwie draußen am Fenster hängt ein großes Schild, also so eine große Wahlkampffahne vom Pro-Trump-Team. Dezent. Das
beißt sich so ein bisschen mit diesem ganzen Drogenkonsum hier, aber naja, vielleicht auch nicht. Auch Wahlkampfhelfer haben ein Privatleben. Ja, und da schaut sich das halt an und denkt sich, okay. Kriegt man einen Namen raus, wer das Ganze leitet? Also ein Inhaber? Ja, Moment. Weil der müsste ja, also der müsste auf jeden Fall Zugang haben zu einer guten Drogenquelle, sonst könnte das nicht so sprudeln. Ja. Cory Hernandez heißt er. ja, Hernandez, klar. Oder die, könnte auch eine die sein. Das ist der Name, auf den der Laden eingetragen ist. Behält sich mal vor, das mal zu Hause am Rechner mal zu googeln. Beziehungsweise sich mal vielleicht ins Polizeinetz einzuklinken und mal zu gucken, ob der Name im Programm steht. Ja, ist tatsächlich ein Herr, ist auch vorbestraft wegen Drogenbesitz und mehreren Körperverletzungsdelikten. Das ist ja schick. Auch mal wegen Dealerei. Also falls man aus Sam's Club dann zu durch ist, dann geht man einfach hier hin, weil da ist es egal. Schön. Ja, Sam hatte in ihrem Club ja so eine strikte Politik, was das angeht, also was Drogenkonsum angeht. Und auf der anderen Seite, so wenn ich mich ernähren will, ist es hier vermutlich ziemlich egal, weil die alle stoned sind. Ja, in verschiedenen Stufen. Entweder das oder du siehst halt irgendwie, wenn du länger da verweilst, irgendwie am nächsten Tag wiederkommst, irgendwie ein bisschen länger irgendwo in der Ecke wieder verdunkelt rumstehst oder so. Durchaus irgendwie, dass die Leute ja relativ enthemmt auch sind. Also zwei anscheinend wildfremde Leute irgendwann miteinander auf dem Klo verschwinden und so. Und ja. Okay. Also das geht schneller als bei uns. Okay. Ich werde es bereuen, ich werde es so bereuen. Irgendwann wird er sich mal mit Auspecks umsehen. Ja, okay. Ja. Vielleicht springen wir aber an der Stelle, weil das wird Ronan sehr überfordern. Zuerst das Erste, springen wir erstmal woanders hin. Springen wir doch mal zu Bruce rüber, der sich vorgenommen hat, Henry zu besuchen und dann in den Trailerpark gefahren ist. Genau. Mit Bus und Bahn oder Taxi oder wie kommst du da hin? Nee, ich werde da wieder hinlaufen. Ich werde mir auch vorher, so ein bisschen auf die guten alten Zeiten, ich weiß nicht, ich war noch nie in Amerika, ob es sowas gibt. Gibt es da so einen billigen Tetrapack-Wein? So richtig schön, oll? Ja, wunderbar, nehme ich mit. Auf die guten alten Zeiten. Wird dann halt mit so einer Plastiktüte so einem Supermarkt dann auch mal dahin stiefeln. Einfach nur zu gucken, wie es ihm überhaupt geht, weil ich habe ja da einige Sachen gehört, was mit dem geschehen sein könnte oder wo der involviert drin war. Deswegen mal schauen, wie es dem geht. Und ich würde dann natürlich auch darauf achten, ob da irgendwelche Leute mich beobachten oder irgendwelche Kaniten da rumlaufen. Und dass mich halt auch keiner sieht dabei. Also, oder keiner beobachtet, besser so gesagt. Ja. Also das ist kein Problem. Scholz ist da auch relativ unbehelligt irgendwie hinkommen. Der Trailer von Henry ist wie immer schön eingezäunt, immer noch ganz normal, wie es immer war, mit dem Stacheldraht und den noch ausgeschalteten Scheinwerfermasten. Ja. Was irgendwie neu ist, ist, dass oben auf dem Mast so eine Antitauben der Stachelvorrichtung auch oben drauf ist. Gesprächsstoff, wunderbar. Ich würde mal auch mal nach gegenüber gucken. Da war ja mein alter Trailer. Ja, der ist inzwischen nicht mehr da. Der komplette Trailer nicht mehr? Ja,
hat irgendjemand entfernt. Leerer Stellplatz. Oh, okay. Na ja, dann, also ich werde vermutlich dann ja auch, also ich werde ja durch die Wüste da hingelaufen sein, das mache ich ja sowieso immer recht gerne. Und werde dann halt nur so die letzten 50 Meter vielleicht an die Straße entlang gegangen, so wie früher. Und das ist aber schon sehr, sehr derb, weil da war ja vor ein paar Tagen, war der noch da. Guck mir das ein bisschen an. Also wird der irgendwie da raus? Also, keine Ahnung, kann man da was erkennen? Also verkauft oder so, dass das können diese paar Quadratmeter oder was da bestehen? Oder ist der einfach wirklich weg? Der ist einfach weg, ja. Okay. Guck mir das an und dann ja, gehe ich mal rüber zur Tür. Ich werde mal klopfen. Ja, dann stehst du vor diesem schwer gesicherten Türchen, was durch den Zaun irgendwie durchführt. Ja. Wo auch so eine Kameralinse irgendwie angebracht ist. Wenn du dann irgendwie klingelst, in der Klingel gibt es so eine amerikanische Melodie, die irgendwo aus dem Trailer irgendwie zu hören ist. Die Nationalhymne erklingt irgendwie als Klingelton. Und dann geht so diese Kameralinse, irgendwie bewegt sich so ein paar Mal. Ja, bei der Nationalhymne, dann tue ich natürlich ganz theatralisch, genauso die Hand auf die Brust und dann schaue ich so ein bisschen mit der einen Hand noch so an diesem Tetrapack rein, dann winke ich so mit dem Tetrapack. Ja, und dann kommt dann aus dem Lautsprecher irgendwie an der: Alter, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Und dann hörst du so ein Summergeräusch. Also, dass ich reinkomme? Von dem Türchen, ja. Achso, genau, ja, dann trete ich mal ein. Ich weiß. Nur die hellen Kacheln treten, du weißt, wie man noch immer noch, nur die hellen. Ja. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie dieses Springspiel, was so Kinder aufbauen, dann gehe ich so. Tick, tick, tick. Ja, wenn ich dann die Tür wieder zuschließe fünfmal, würde ich dann mal gucken, ob sich da noch was geändert hat, ob er aufgerüstet hat. Der war ja, meine ich, auf irgendeiner Waffenmesse. Ja, irgendwie, du kannst jetzt irgendwie vordergründig da nichts groß erkennen. Aber er hat halt auch so einen Aufbau oben auf dem Trailer schon immer gehabt. Irgendwie, wo man oben halt sich reinsetzen kann und dann rausgucken kann. Vielleicht hat er da irgendwas gebunkert oder so. So ein aufsteckbares Maschinengewehr. Ist alles möglich. Ja, ich würde da mal reingehen. Also ganz normal. Oder sehe ich ihn irgendwo draußen sitzen? Du bist gemutet. Wenn du reinkommst, dann kommt er dir dann irgendwie an der Tür entgegen und macht so, hat so einen Aluhut auf. Ich komme auch. Ich habe auch, das möchte ich nur sagen, er hat mir ja damals den Aluhut gebastelt. Ich habe den mal aus Nettigkeit habe ich den auch angezogen. Also ich habe ja immer so einen Rucksack oder so auf, dann habe ich ja, ich glaube, er hatte mir sogar einen Hut gegeben. Ich habe ja. Ja, der hatte dir so einen Hut mit so Inlays. Ja, genau, mit Alu. Dann mache ich dann auch so ein, ne, ich nehme den Hut einmal ab und dann: Henry, komm her. Und so richtig mit offenen Armen. Ich habe schon gedacht, sie hätten dich geholt. Oh, ich habe dasselbe immer noch von dir gedacht und dann klopfe ich den Schuss nach. Was? Nein, natürlich nicht. Ich bin die ganze Zeit hier. Ja, ja. Konnte ich nur an den zweifeln. Hier übrigens, kann ein bisschen was mitgebracht. Wenn du Zeit hast heute. Prima, prima, prima. Henry, wie geht es dir? Hervorragend. Hervorragend, muss ich sagen. Doch, ja, doch. Das Knie schmerzt ein bisschen, aber damals die alte Schussverletzung aus dem Krieg. Ich überlege so, in welchem Krieg war er dabei? Ja. Er redet immer irgendwas vom Golfkrieg, aber... Okay. Ja, gut. Aber dafür habe ich ja ein bisschen was. Ne? Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Ich klopfe so ein bisschen auf diese große Tetrapack. Ja, bam. Ja. Richtig, cool. Oh, Henry, da tut mir wirklich leid, ne? Ich hatte einiges zu tun in der letzten Zeit. Hast du einen neuen Job? Naja, ich bin jetzt, guckst du links und rechts, ich bin jetzt besserer Türsteher. Ich hab gedacht, du arbeitest immer noch für diesen Schnösel, diesen. Na, also, das war super lukrativ. Aber
ich habe keinen Bock, Callboy, Butlerfahrer von so einem Schnösling-Europäer zu sein, du weißt schon. Jetzt bist du Türsteher von dieser neuen Disco da, oder was? Von der Disco, ja. Mexikaner-Disco. Ja, genau. Ja, nee, nicht. Also, ich meine, ich bin Sicherheitschef. Ja, und mach dann so. Ich meine, ich habe vom Besten gelernt. Sicherheitschef. Ja, so Online-Zeug, da bist du mir ja Meilen voraus, das weißt du ja. Apropos aber, Augenblick, dann geht so irgendwie in den hinteren Teil, das zieht dann so einen Vorhang zur Seite und siehst halt so ein aufgerüstet, so eine Wand mit Monitoren, wo überall irgendwas läuft. Muss hier irgendwann gerade ein paar Programme ausmachen, warte mal. Ja. Ich stelle mir das immer noch so großartig vor, wenn der immer online spielt mit den ganzen anderen Vampiren und so. So super. Ja, ich würde dann halt nur reingehen, irgendwie den Wärme abstellen. Da würde ich mich da so ein bisschen umgucken, ob da irgendwas Neues ist oder so, ob ich irgendwas erkenne. Aber ansonsten würde ich mal auch mal auf die Monitore gucken, was da so drauf ist. Alles. Wie gesagt, die sind ja hinter so einem Vorhang, irgendwie, dann kommt da schnell. Ach, also, wenn du einen kurzen Blick da irgendwie draus wirfst, kannst du alles so Nachrichtenfeeds und Börsenkurs vielleicht, irgendwie sowas ähnliches wie sowas und alle möglichen Kamerasachen, wo der jetzt nicht weiß, woher die genau kommen. Mhm. Ja. Ja. Ich rufe dann so, während er noch dahinter im Vorhang ist. Breitbar kannst du erkennen als Homepage, wenn du da schon mal drauf warst. Ne, tatsächlich nicht. Bruce auch nicht. Gläser sind immer noch da drüben. Ruf ich sie mal hinten. Die guten sind hinten. Alles klar. Dann hole ich halt Gläser und mache schon mal den Wein voll. Und dann warte ich mal, bis du da wieder. Die guten sind so Coca-Cola, McDonald's Gläser. Aber die mit dem Regenbogen. Ja, ja. Genau. Ja. Das limitierte Regenbogenglas. Das war richtig Stil, ne? Weißt du, aus dem Coca-Cola, McDonalds-Glas, Tetra-Pack-Wein trinken. Wie voll, als auf jedem Festival. Ja. Ja, ich warte dann mal, bis er wieder vorgekommen ist. So, ja. Erzähl mal von diesem Club da. Ach, du. Ist tatsächlich recht ordentlich da. Also wir hatten jetzt die letzten paar Tage so ein paar Probleme mit ein paar Idioten, die sich da geprügelt haben die ganze Zeit und einer hat sogar Drogen gedealt. Dummes Arschloch. Aber ansonsten eigentlich ganz ordentlich. Wäre ganz gut bezahlt. Und ich hab dem Sheriff schon 10 Anzeigen geschrieben. Das war doch bestimmt dieser eine, dieser mit dem den braunen Augen. Dieser Weste. Der. Ich gucke nur an. Ja, es kann gut sein. Braune Augen hat er viele. Ja, aber ansonsten ist das eigentlich ein ganz vernünftiger Job. Ich kann die Leute einzeln, die Leute arbeiten auch eigentlich ganz gut. Also ein paar Leute, ja, mehr oder minder. Aber es läuft soweit. Wir haben aber noch nicht so lange offen, mal gucken, wie das noch so wird. Aber heute aber frei. Ich hatte euch keinen Bock auf den Blödsinn. Die ganze Zeit irgendwie 3 Schlägereien in den letzten 2 Tagen. Also nicht nur so kleine. 4 auf einmal. Der eine hätte dem anderen sogar bei das Ohr abgebissen. Tja, es geht den Bach runter. In diesem Land. Na, immerhin. Ja. Dann gebe ich dem so ein Glas. Ja, es wird immer schlimmer, als es ist. Aber wir werden besser, Henry. Wir sind besser. Ja, und wir sind besser vorbereitet. Ja, ich habe schon gesehen. Viel zu tun, oder was, die letzten Tage? Immer viel zu tun. Muss immer aktuell bleiben. Sie sind überall. Immer noch. Hören auch nicht auf. Immer noch? Du, das, bevor ich dich das fragen will, ganz aktuell, ich dachte so nach draußen Richtung des Trailers, wo zum Teufel ist mein Trailer? Ja, hier, das Grundstück hat irgend so ein Typ gekauft und hat den entfernen lassen, weil der Zore heruntergekommen war. Ich schaue so ein bisschen nach unten in das schon halbleere Glas. Weißt du, für die wer? Ich meine, wer kauft ein Gelände hier im Trailer? Im Trailerpark? Naja, der sah so ein bisschen aus wie dieser Schnösel, für den du mal gearbeitet hast, mit so einem langen Mantel und so irgendwie europäisch. Interessant. Hast du noch mehr dazu? Ich,
Ich habe ja immer noch nur hier das hier von denen noch damit behalten. Ich ziehe mal so diese Visitenkarte raus. Kannst du den Namen erfahren? Das interessiert mich schon. Weil jetzt mal wirklich ohne Spaß, wer kauft einfach so ein kleines Gelände hier im Trailerpark und lässt den Trailer da nicht drauf? Schönes Zuhause. Ja, das ist irgend so ein komischer osteuropäischer Name. Ich hab mir den irgendwo aufgeschrieben. Warte mal. Watzlaw? Kramt so ein paar Zettel. Ja, das ist der Vorname. Ja, das ist der. Für den habe ich gearbeitet. Was? Wenn du was sagst, dann höre ich dich nicht. Bist gemutet. Nachname ist Pnarva, ja. Gesundheit. Ich genauso. Aber ich glaube, der ist nicht mehr in der Stadt. Zumindest, soweit ich weiß. Bin schon ein paar Wochen nicht gesehen. Das ist auch gut so. Jedes Mal, wenn ich die Karre nur gesehen habe, hätte ich da gerne gegengetreten. Leider weiß ich, wie die gesichert ist. Angeblich soll er den Sand unter dem Trailer abgegraben haben. Also klar, die haben dann Bagger gehabt und so. Aber Sand? Ja, der hatte hier so ein Ding und dann haben die den Sand da reingeschippt. Und ich habe schon gedacht, so, warum nimmt einer einen LKW Sand mit? Du, das frage ich mich auch jedes Mal. Er hat davon immer erzählt und ich weiß nicht. Ich glaube, der erzählt auch viel, wenn der Tag lang ist. Vielleicht haben sie da irgendwas vertuschen wollen, diese Europäer. Das kann gut sein. Vergiftungen im Boden. Ich habe danach so erst mal hier ein paar Analysen von meinem Boden machen lassen. Und? Ja, nix, aber das wäre auch zu einfach. Ich verstehe. Ja, das ist ja gut. Vielleicht haben sie es ja auch nur über deinem Trailer gemacht. Schließlich waren sie ja auch hauptsächlich diese Gesundheitsfritzen damals bei dir. Ja, ich erinnere mich. Gott, war das Gas oder so. Ja, genau. In Wirklichkeit haben sie da bestimmt irgendwas mit dem Boden gemacht. Garantiere dafür. Du hattest doch auch gesagt, dass sie damals hinter meinem Trailer waren. Vielleicht haben sie da irgendwas vergraben oder irgendwas reingeschüttet. Ja. Was ich nicht mitbekommen habe. Vielleicht Atommüll oder sowas. Diese Europäer sollen dann ja überall verfrachten. Verdammter Europäer. Ich kratze mir dabei ein bisschen an der Nase. Ex-Engländer. Ganz schlimm sind die Iren, Mann. Du, ich könnte dir jetzt Geschichten erzählen über Iren. Aber ich lasse es lieber. Ätzend. Ja, aber das ist alles sehr seltsam. Ja. Ich meine, wer hier hinziehen will, der zieht auch in den Trailer, wo du gewohnt hast. So schlimm war der nicht. Gut, gab mal ein Jahr. Ich meine, du hast ja mitgekriegt, ne, wie ich da gewohnt habe. Das war grauenvoll, aber Ja, die Tür war ein bisschen kaputt. Oder was? Ja, das mit der Tür, das habe ich immer noch beibehalten. Meine neue Wohnung sieht auch schon furchtbar aus. Soll ich da mal ein richtiges Schloss dran bauen und ein vernünftiges Tür und so? Ja, die Idee ist schon mal nicht schlecht auf jeden Fall. Müssen wir immer mal machen. Ich kenne mal wen kennt. Oh. Vielleicht komme ich da auch nochmal zurück. Ich meine, ich habe jetzt die Tage öfter mal frei. Vielleicht komme ich einfach nochmal vorbei. Aber du, Henry, das soll ich nochmal fragen. Ich habe von den alten Damen bei mir aus der Bar, vielleicht kennst du die eine noch, die Kanaster spielen. Mhm. Die haben mir, dann lege ich mich so ein bisschen vor, irgendwas von so einer christlichen Sekte erzählt, die hier mittlerweile rumhellungern soll. Weißt du da irgendwas? Weil ich hab Sachen gehört, wie dass die einfach auf der Straße wild rumballern. Ich meine, ich habe die auch schon gehört durch die Straßen. Nee, von einer christlichen Sekte habe ich noch nichts gehört. Mhm. Und auf der Straße herumschießen, ja mein Gott, wir sind in Amerika, das ist aber unser gutes Recht. Ja, aber auch in der Bude von so einer alten Dame. Oder über einer Bude von einer alten Dame. Die eine gute Freundin von meiner Bekannten. Wer weiß, wer da geschossen hat, wenn das so Mexikaner waren, die da eindringen, dann hätte ich die auch erschossen. Nee, das waren keine Mexikaner. Europäer, die Sand klauen. Auch eine Möglichkeit. Oder noch schlimmer, Echsenmenschen.
Ex-Menschen, das ist eine gute Sache. Hast du da was Neues? Ja, sie sind in dieser Stadt, habe ich gehört. Ganz viele. Ganz viele? Ja, überall. Die Demokraten. Stimmt, gerade die. Da, ich habe keine Beweise, aber. Gab es irgendwelche Zwischenfälle? Aber du, selbst wenn, ich gucke mir das ein bisschen an. Ich habe ein Video, warte mal. Kommt so, kommt mit so einer Handheld-Kamera wieder und spielt dann so ein Clip ab, wo die so total verwackelt. Also, du hörst ihn auch so schnaufen, wie er da irgendwie so läuft. Irgendwann irgendwie dunkel, du siehst, du erkennst die Laterne vor der Bibliothek, da wo Ronan mal sich einmal ausgelassen hatte. Siehst dann irgendwie eine große dunkle Gestalt aus dem Bibliotheksfenster klettern. Das hat er gefilmt. Ist das der Dicke? Ja. Okay. Und läuft dann irgendwie, streift sich so dann den Anzug irgendwie glatt und hilft dann einer anderen Gestalt mit Karohemd hinten aus diesem Klofenster raus. Und dann gehen sie die Straße entlang und irgendwann geht's und so, fängt das Bild an, irgendwie so zu verknistern und man kann diese eine Gestalt nicht mehr genau erkennen, nur noch die mit dem Hawaii-Hemd. So. Ich dachte, irgendwann käme Scarlett. Nee. Die haben irgendwas aus der Bib geklaut, bestimmt. Diese Echsen. Oder Bücher umgeschrieben. Warte Ich mal, sag dir, warte Bücher mal. umgeschrieben haben die da. Die Geschichtsbücher. Ja, die verändern unsere Geschichte nach und nach. Ich sollte mir das mal angucken. Ich glaube, ich gehe mal in die Bib. Das finde ich krass. Vor allem, der große Typ sagt mir nichts, aber der mit dem Hawaii-Hemd, ich könnte schwören, den habe ich schon mal gesehen. Ja, der war auf einem, bei der Polizei, habe ich auch ein Video von. Der war bei der Polizei? Ja, der arbeitet für so einen Zeig, Sicherheitsservice, der zeig! die Polizei ausgerüstet hat mit Computern. Verdächtig, oder? Das passt alles zusammen. Sie verändern die Daten bei der Polizei und ändern dann die Daten in der Bücherei. So würde ich Harry, auch warum sagt... vorgehen. Harry, das ist bei mir ganz in der Nähe von der neuen Bude. Alter. Hast du noch mehr so Videos? Ey, ich muss das wissen. Ich meine, ich wurde ja schon ausgestattet. Zieh so den Hut ab. Glänzt so ein bisschen. Echsenmenschen-Videos leider nicht, nein. Scheiße. Also. Aber Aber. das können die hier. Wenn man sie aufnimmt, dann verwischt das alles so ein bisschen. Krass. Ja, ne. Setz mich da mal so ein bisschen mehr in den Stuhl. Haben mir in das wieder einen Wein eingeschüttet. Henry, ich war viel zu lange nicht mehr hier. Viel zu lang, viel zu lange, viel zu lang. Henry, die Weiber machen mich fertig. Dann. Und ich guck dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen natürlich gestellt, irgendwie so. Und stoß dann irgendwie so, tatsächlich mal so einen Atem aus. So ein, kann ich auch gerne würfeln. Erster nicht. Zweiter aber. Darf dir wiederholen. Also, du glaubst es nicht. Freundin dreht am Rad, eine neue Nachbarin auch noch dabei und. Das ist furchtbar. Weißt du, 4 Jahre hier alleine, nichts gehabt und auf einmal die ganzen Probleme, ey. Mich brauchst du da nicht um Rat fragen. Du triffst dich in letzter Zeit mit all diesen hübschen Frauen. Ja, ich gebe es so ein bisschen durch den Bart. Ich meine, ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe, ne? Ohne Frage, aber stressig ist das manchmal alles schon. Ich meine, ich sehe mir so richtig die Schläfe. Umso besser, dass ich jetzt auch mal wieder hier bin. Und dir geht's ja offensichtlich gut. Ja. Er Vielleicht wirkt solltest du ein. dich auf eine von den Frauen beschränken, das ist dann nicht mehr so stressig. Gut. Meine Freundin bleibt die Freundin. Mit der anderen arbeite ich. Also, mit einigen arbeite ich. Verstehe. Gibt sich noch eins von den Gläsern runter?
Ich gucke dann so ein bisschen beschämt dieses Weiners. Es gibt in letzter Zeit für solche Arbeitstreffen einen Club. Also nicht einen Club, aber so ein Club? Etablissement. Club? Henry, woher weißt du so all das Zeug? Ich habe auch meine Bedürfnisse. Du warst da drin? Ja, mit dieser einen Rothaarigen, das ist aber nichts geworden. Die ist eine Klasse über mir. Aber für da ist okay. Eine Rothaarige? Ich kenne ein paar Ja, Leute, ist ja erzähl nicht, mal ist ein nicht bisschen. mein Typ, ich weiß, aber ich meine, nimmt, was man kriegen kann. So. Dann lehne ich mich auch mal so ein bisschen vor und Hat ja schränke nicht mich ein jeder an bisschen ein. jedem Finger einen, so wie du. Ja, die aktuellen Entwicklungen sind dahingehend echt schon ganz gut. Dann trinke ich auch mal weg. Aber auch Stress, ich hab's dir gesagt. Dafür habe ich keinen Stress. Das ist wohl richtig. Ach, Henry. Schön ist es. Und dann mach ich den Wein nochmal voll. Und würde mich halt einfach nochmal mit dem generell einfach über ihn zu uns unterhalten, ob der noch irgendwas mitgekriegt hat im Trailer Park oder so, ob dem noch irgendwas aufgefallen ist und so. Da vielleicht auch irgendwas in der Wüste oder so, ob der da irgendwas weiß. Ja, der wird nicht mehr, als er dir jetzt schon erzählt hat. Wirkt der eigentlich, also als ich den auf diesen, auf die, den christlichen Kult angesprochen habe, oder diese Sekte, konnte man dabei irgendwas erkennen? Also ist irgendwas verheimlicht? Also weiß er da irgendwas? Ne. Okay. Ja, dann ja, da werde ich auf jeden Fall ein paar Stunden bleiben. Mit dem einfach nochmal quatschen, was ich so erlebt habe und so. Und dann so kurz vor Ende. Henry? Rule. Mich so in den Arm. Du bist ein guter Freund von mir, weißt du das? Ja, ist auch mein allerbester Freund. Drücke ihn so ein bisschen. Pass nur auf dich auf, denn Nur auch auf dich. Er lehnt sich so an dich und klopft dir so auf die Schulter und hängt so ein Halbsaband auf deinem Arm. Denn Henry, ich habe da auch so ein paar Sachen rausbekommen in den letzten Tage. Und Sagst du mir jetzt? ja, Bin ich wollte noch schon einen schönen echt Abend mit dir. müde, Mann. Ist doch gut so. Ich habe das so im Griff, aber das nächste Mal erzähle ich dann mehr davon. Aber passt auf diesen Kult, auf den ich mir gesagt habe, diese Sekte. Die planen hier Eine irgendwas. Christen, ne? Besser eine Christensekte als, keine Ahnung, Satanismus-Sekte. Die Henry? Echsenmenschen sind ja alle Satanisten, aber ich ja alles Satanisten. Henry, ich sag dir das. Das Ich sind hab die von dir. guten alten Werte wieder. So und so. Die guten alten Werte. Nur so kann man sich gegen die Nur. Echsen verteidigen. Die Sache ist die, Henry. Ich habe von einer guten Quelle gehört, dass die auch schon mal hier bei dir am Trailer waren. Und zumindest hier in der Gegend. Was? Na mir? Die sollen sich immer umgeguckt haben. Hier kommt keiner über den Zaun. Ist alles Echsenmenschen sicher. Aber auch Christen sicher. Ich hab nichts gegen Christen, sondern reinkommen. Alles gut. Ich wollte nur gesagt haben, Henry, ich will einfach nicht, dass dir irgendwas passiert, verstehst du? Was denn? Erzähl, erzähl, komm. Was hast du gegen Christen? Sag mir das mal. Ich hab nichts gegen Christen. Ich hab gegen die Sekte was. Gegen Insekten, ich hab nichts gegen. Die sind nützlich. Insekten sind nützlich? Ja. Was meinst du? Ja, Insekten sind auch nützlich, sagt man doch so. Ach so, meinst du das? Ja, Insekten können auch echt nützlich sein. Kannst mir so ein bisschen am Kinnball. Es soll in dieser Stadt einen Echsenmenschen geben, der mit denen reden kann. Das habe ich auch gehört. Ja.
Ich lächle so ein bisschen. Ist ja schon mal interessant, oder? Mit Tieren zu reden? Ja, wär klasse. Ja. Alles klar, Henry. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie gute amerikanische Ameisen brainwashen. Das lässt sich vielleicht einrechnen, Henry. Ich mach da mal was. Und dann, was ich ihm so ein bisschen so spielt die Schultern. So, Jim, kannst du alleine ins Bett laufen? Ich bleibe hier. Ich schlafe auf. Ja. Ich sah, als ob das irgendwie interessiert. Ganz genau, Henry. Dann klopfe ich ihm auf die Schulter. Denk dran, raus nur auf 4 Helden treten und 5-mal abschließen. Und pass auf die amerikanischen Ameisen auf. Das mache ich, Henry. Keine zertreten, es sind in der Unterzahl. Schlimm genug. Ja, und dann bin ich gerade schon so am Wusstest Gehen. Du, dass Echsen Ameisen essen? Ja, tatsächlich. Jetzt frag dich mal, warum sie mit denen reden, hä? Sie reden mit ihrem Essen. Na Mist, manchmal reden sie auch mit Menschen. Ne? Ich hab das noch nicht ganz durchdacht. Vielleicht machen sie uns auch zu Ameisen, wie in diesem Film. Weißt du, kennst du den? Oh Gott. Ja, den wird Bruce auch locker kennen. Mach's gut, Henry. Ant-Man. Und die Wespe, ja. Ja, dann geht's raus. Alles Echsenpropaganda. Ja, dann nick hier mal kurz. Pass auf dich auf, Großer. Du auch, Kleiner, und lass dich nicht von den Frauen ärgern. Ich glaube, ich werde dich zurückärgern. Ja. Nicht zu viel, ja. Sonst laufen sie dir weg. Ich spreche aus Erfahrung. Dann nehme ich nochmal so übertheatralisch so den Hut einmal ab. Wir sehen uns das nächste Mal, Henry. Mach's gut. Und, ja. Setz den Hut auf. Wird gemacht. Also, ich bin so gerade am Rausgehen, wird der Cowboy-Hut aufgesetzt. Ja, und dann bin ich wieder in den Club gehen, glaube ich. Das ist auch eine ihrer Tricks. Hut abziehen zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Reicht schon, damit sie in einen Kopf kommen. So. Ja. Oh Gott, das muss ich Bruce echt nochmal überlegen, ey. Mal gucken. Ja, und wieder, dann würde ich tatsächlich nochmal in den Club gehen. Einfach da noch ganz normal wieder rumhängen. Okay. Einfach nur im Club rumhängen ist wesentlich angenehmer als auf dem Niveau mit Henry zu reden. Ja, schön. Apropos Club, da ist Sam am Arbeiten ordentlich, um ihre Sorge zu treffen für ihre Arbeit, die sie nur für die Camarilla verrichten muss. Und das ist alles, also die Anfänge waren ganz relativ einfach, die Leute ausfindig zu machen, die Adressen rauszubekommen, die Namen sich aufzuschreiben und so und Querverbindungen zu ziehen. Vielleicht, wie sieht denn das aus, wenn Sam da weiter recherchiert, ohne dass Ronan da jetzt involviert ist? Sie würde wahrscheinlich auch, oder sie würde von ihrer Herde 2 Leute auch abstellen zu einzelnen Adressen. Die soll man überprüfen, ob die überhaupt noch dort wohnen. Also ob man die da mal noch ein- und ausgehen sieht. Die Kiddies und ob an denen irgendwas komisch ist oder ob die sich irgendwie komisch verhalten, ob die noch. Und
Die sollen auch mal in der Schule nachfragen, mal tagsüber. Nach gewissen Leuten, ob die noch zum Unterricht kommen und so. Und ja, du musst relativ fix feststellen, dass nicht nur der Aschemörder er umgegangen ist und Jugendliche getötet hat, sondern halt auch einige verschwunden sind. Also der Jahrgang, der Abschlussjahrgang irgendwie von der Highschool, der ja hauptsächlich nach euren Recherchen irgendwie betroffen war. Ja, da gibt es nur noch ganz wenige, die überhaupt irgendwie an den Prüfungen teilnehmen jetzt und überhaupt noch in die Schule kommen. Irgendwie der Jahrgang ist so aufgrund hohen, grob ein Viertel runtergeschrumpft an Leuten. Mhm. Und auch aus den noch jüngeren Jahrgängen, da fehlen halt auch relativ viele, nicht auffallend, nicht, also klar auffällig viele, wenn man weil wann verschwinden schon mal viele Jugendliche? Ja, in den Medien wird es sowas wie eine Ausreißerwelle oder sowas abgetan. Ja, der Sheriff ermittelt, mehr Informationen gibt es da sonst groß und grob nicht. Vielleicht kriegst du über Ronan, der ja jetzt inzwischen Beziehung, oder über Bruce, die ja Beziehung zum Sheriff haben, tatsächlich raus, dass die keine Ahnung haben, wo die Jugendlichen irgendwie hin sind. Mhm. So. Man vermutet irgendwie so einen Menschenschlepperring, der irgendwie aktiv geworden ist, aber auf den sich jetzt auch keine Hinweise finden lassen. Okay. Wahrscheinlich über die Grenze irgendwo verschleppt oder so. Sam wird mal versuchen durchzuzählen, so nach dem Motto, okay, also es gibt Markierungen für diejenigen, die noch zur Schule gehen, diejenigen, die verschwunden sind und wie viel Opfer vom Aschemörder quasi gefunden worden sind und wie viele verschwunden sind, dass man sagen kann, okay, alle, die verschwunden sind, sind Opfer vom Aschemörder geworden oder ist da noch... Ja, es müsste noch so ein Dutzend übergeblieben sein, von denen man jetzt keine Spur mehr groß findet. Mhm. Vielleicht wird irgendwie ein oder zwei Fälle wird Sam bekannt sein, dass die gekascht wurden, ein, zwei von den Dünnblütern inzwischen, dass die von anderen Kaniten in der Stadt gekascht wurden. Wanze hat bestimmt irgendeinen gekriegt. Mal gerade mal nachgucken, wer denn da nochmal aktiv, dass sie sich bei dir melden. Moment. Von den Anarchen wird keiner. Ja, vielleicht einer von den Toreador. Der Kenneth wird vielleicht irgendwie auch einen gecasht haben. Ja. Haben Sie die dann auch bei mir abgeliefert? Nee, die haben die direkt um die Ecke gebracht. Okay. Bei einer Blutjagd relativ normal. Hätte ja sein können. Aber die haben sich dann bei dir gemeldet und haben gesagt, ich habe das gemacht. Ja. Okay, gut. Dann ist das. Dann würde ich meine zwei Leute wahrscheinlich gezielt ausschicken. Sie sollen mal die Augen offen halten nach eben denen, die verschwunden, also wo man eben nicht weiß, wo die stecken. Okay, ja. Wie machst du das genau? Ich sage ihnen einfach, sie sollen mal, sollen durch die Stadt gehen und mal die Augen offen, also tagsüber vor allem, mal durch die Stadt gehen und die Augen offen halten, ob sie die Kiddies irgendwo finden. Ja, also von diesem groben Dutzend, sagen wir mal mit den Abzügen, die von den Eingefangenen bleiben jetzt noch 10 über, von denen fehlt jede Spur auch tagsüber. Okay. Dann würde ich versuchen, von denen, die noch zur Schule gehen, an einem von denen an ein Handy zu kommen. Also dem Handy zu klauen. Ja, das wird nach relativ Möglichkeit, einfach. Falls noch einer zur Schule geht, der bei diesem Rave war, dann bevorzugt einer von denen. Ja.
Dann würde ich nämlich gucken, ob es diese Messenger-Gruppe noch gibt, über die die Einladungen gelaufen sind. Ja. Und dich dann damit reinhängen. Mal erstmal gucken, was da noch an, ob da noch Aktivitäten sind oder ob diese Gruppe quasi, ob nochmal sowas wie eine offizielle Einladung kommt oder ob nur noch die Kiddies untereinander schreiben Nee, oder. die schreiben nur noch untereinander, ja. Also sie verabreden sich auch noch zu sowas ähnliches wie Partys, aber es ist nicht mehr so organisiert wie vorher. Was auch beklagt wird in der Gruppe. Dann würde ich wahrscheinlich auch mal die Gelegenheit nutzen, eine von ihren Treffen quasi ein bisschen ausspionieren. Also nicht groß offen in Erscheinung treten, sondern wenn die sagen, dass sie treffen sich da im Park oder so. Ja, das ist dann eine typische Teenie-Party, wo Sam dann irgendwie mit teilnehmen kann. So alt sieht Sam ja nicht aus, dass sie da auffallen würde wie ein bunter Hund. Ein bisschen, wenn man sich ein bisschen zurecht macht, geht man durchaus noch als Teen durch bei Sam, glaube ich. Yeah, wurde schon mal drüber gelacht, dass Sam sich abschminken geht, damit sie jünger aussieht. ja, dann würde ich vielleicht, wenn es tatsächlich klappt, dass ich mich unter die mische, vielleicht auch mal nachfragen, was denn so ein bisschen nachhorchen, ob die vielleicht was wissen, wo diejenigen hin sind, die verschwunden sind. Ja, wenn das Thema irgendwie ansprichst, dann wird man sehr schnell kleinlaut, weil das waren ja auch die Freundinnen und Freunde von denen teilweise. Die verweisen dann immer nur noch auf den Sheriff und irgendwie, dass sie gehört haben von diesem Menschenhändlerring und so. Und ja, das trübt sehr die Stimmung, wenn man das Thema anspricht. Merkt man schon. Aber die haben einen größtenteils keine Ahnung. Manche haben dann irgendwelche abstrusen Ideen, dass irgendwie die Eltern die auf irgendwelche Internate geschickt hätten oder so. Aber keiner kann sich jetzt auch irgendwie vorstellen von dem, was du schon weißt, dass da irgendwas anderes irgendwie am Laufen ist. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der so ein bisschen in die Henry-Ecke geht, dass irgendwo eine Regierungsverschwörung ist oder sowas. Sonst. Gut. Dann würde ich gerne Bruce noch bitten, ob er beim Sheriff mir die Handynummern von den 10, die verschwunden sind, besorgen kann, weil die haben die ja mit Sicherheit. Die wirst du auch kriegen. Ich denke mal, das wird mit dem Ganzen hinterher spionieren und. Und ich würde wahrscheinlich auch ein, zweimal beim ehemaligen Gebäude vom Klüngel vorbeigehen und gucken, ob da noch irgendwelche persönlichen Gegenstände von Angela oder Jelly sind. Ja, doch, müssten noch ein paar sein, ja. Die würde ich einsammeln und mitnehmen. Und überhaupt gucken, ob es noch irgendwelche Spuren darauf gibt, dass wir da auch mal als Klüngel gelebt haben. Nochmal sicher gehen, dass nicht noch irgendwas von Andrews Zeichnung da ist Okay, und. ja. Da hast du ordentlich zu tun, ja. Okay. Vielleicht dann so gegen Ende der Tage, wo du dann irgendwie an diesen Sachen arbeitest, kriegst du dann irgendwie von den Kiddies noch irgendwie ein paar Hinweise, dass irgendwie einige von denen tatsächlich noch, also die versuchen halt ein normales Leben zu führen, aber dass die teilweise jetzt in ärztliche Behandlung gegeben wurden von ihren Eltern und dann halt nicht mehr kommen können zu den Treffen. Das waren auch die schon an den Abenden, wo du auf einer Party warst, vielleicht ein bisschen auffällig waren, weil sie irgendwie total übermüdet aussahen und vielleicht nicht ganz so gesund. Und ja, einige von denen sind halt jetzt irgendwie, was das kannst du irgendwie auch durch die Freundinnen und Freunde rauskriegen. Ja, irgendwie beim Arzt oder kriegen halt irgendwelche Vitaminspritzen und sowas, weil die irgendwie die Körperfunktion von denen halt so Unterfunktionen entwickelt hätten und so und ja, irgend so eine komische Krankheit, die da wohl grassiert.
Den ihre Namen und Handynummern würde ich mir auch nochmal notieren, Ja, natürlich. kein Problem. Also die kommen dann auf eine spezielle Liste. Ja. Okay. So, dann hast du da ordentlich was zu tun und wir gehen rüber zu Scarlett, die, wie ich in dem Vorgespräch erfahren habe, ein bisschen öfters mal versucht hat, Sam anzutreffen oder mit Sam zu quatschen über die Tage und immer nur Bruce oder Ronan angetroffen hat. Manchmal vielleicht auch Sam, aber die hatte dann irgendwie keine Zeit, weil wir haben ja gerade irgendwie gesehen, wie schwer beschäftigt Sam ist in den paar Tagen. Übrigens hatte Sam zwischendurch ja auch noch ein Date gehabt. Das muss ja auch noch irgendwie durch, also Tanzunterricht, ja. Was übrigens auch ziemlich gut verlaufen ist. Also zumindest ja, war eine schöne Erfahrung, denke ich. Ja, von daher so eine richtige Möglichkeit zur Aussprache irgendwie und zum intimen eigenen Moment mit Sam hat Scarlett da nicht erwischen können. Nee. Ja, wenn ich sie halt nicht gekriegt habe, dann hätte ich mich immer wieder in die Bibliothek zurückgezogen und hätte da weiter meinen üblichen Kram gemacht, halt alles so auch aufgeschrieben, was uns so passiert ist, gerade auch mit dem Ibis, hätte weiter halt bei den Unterlagen meines Erschaffers geschaut, ob ich da irgendwie ein bisschen schlauer werde, ob man den Ibis wirklich, weil es ist ja nur ein Teil des Ibisses, der da irgendwie eingeflochten wurde, wie das funktioniert und versuche das nachzuvollziehen. Also sie hat sehr viel Zeit dann auch wieder in der Bib verbracht. Ja, zwischenzeitlich wäre Scarlett noch mal shoppen gegangen. Einfach, dass sie auch mal so ein paar Klamotten kriegt, die nicht hier Anno Domini sind. Also hier schwarzer Rock bis zu den Knien oder Bluse und schwarzer Blazer, sondern auch mal was ihrem äußerlichen Alter entspricht. Sprich auch mal Jeans und ja, ganz normal T-Shirt. Also so halt ganz normale Sachen eben. Und bei der Gelegenheit hätte ich immer so ein bisschen die Augen offen gehalten, ob mir irgendwelche, also auch gerade Malls und so weiter sind ja, oder Shoppingzentren sind ja auch so Anlaufpunkte für Jugendliche, ob sich da irgendwelche komisch verhalten, ob die Köpfe eher sehr zusammentun, tuscheln miteinander. Ja, Also das halt. wird definitiv so sein, weil die Jugendlichen in dieser Stadt ziemlich geschröpft sind und die noch da sind und irgendwie draußen sind, ja. Sehr klüngelhaftig, ja. Okay, gut. Also das kriegst du auch mit, dass die allgemeine Stimmung halt irgendwie schon so ist, dass es gibt noch so ein paar, die trotzdem weiter Party machen wollen, aber ein Großteil der Eltern hält halt seine Kinder halt auch irgendwie von der Straße fern. Und es geht halt, was ich gerade bei Sam halt auch gesagt hatte, irgendwie diese Entführungsgerüchte und so rum. Und was Scarlett auch macht, ist, wenn sie unterwegs ist und weiß, dass sie unbeobachtet ist, würde sie auch immer wieder gerne mal ihre, ich nenne es gerne die La Sombra-Sicht anmachen. Einfach mal, um zu schauen, es müsste ja durch diese ganzen verstorbenen Jugendlichen, müsste es jetzt hier von Geistern eigentlich wimmeln. Also das müsste Scarlett auffallen. Also kann ich so etwas verzeichnen oder sind die alle hinter den Schleier gegangen? Geister kannst du eins an keine gehäufte Sachen feststellen. Nee. Okay. Alles klar. Und auch wenn ich so mal verstohlen Blicke auf Jugendliche werfe, mit meiner La Sombra-Sicht kann ich ja nicht sehen, ob das Menschen oder Kainiten sind. Das gibt mir das ja nicht preis, nein. Nee, Da aber wie müsstest gesagt. du diese eine Gangrel-Fähigkeit haben, um die zu riechen. Oder halt Auspex. Nee, dann, ja, wie gesagt, dann wäre das halt nur so nebenbei mitschauen. Aber Scarlett geht da jetzt nicht aktiv auf Blutjagd. Da und zu Ja. Hause dann Klamotten halt anziehen, um sich vor einem Ja, wenn Spiegel du stellen, um in festzustellen, dass ha, ein bisschen gruselig ist. Dann steht Scarlett vorm Spiegel und schaut ihre neu erworbenen Klamotten an. Und, ja. Wie man das so macht, irgendwann schaut irgendwie, dreht sich so rechts, links, irgendwie sitzt da die Falte richtig, sitzt hier der Verschluss gerade.
Und dann überkommt Scarlett so ein leichter Schauer, der irgendwie über den toten Körper fährt, was ja nicht selten, also nicht so oft irgendwie ist, weil der Körper sonst da keine körperlichen Reaktionen groß zeigt. Und dass irgendetwas, und dann fängt das Licht des Zimmers an zu flackern. Und dann hört Scarlett so eine, es ist keine Stimme, aber es ist irgendwie so ein Flüstern aus der Ferne. Das irgendwie sowas wie hübsch oder sowas. Also das Wort hübsch kommt dir so in den Kopf vorbei. Du hörst es nicht wirklich, aber es ist irgendwie so präsent irgendwie. Und wenn du dann irgendwie in den Spiegel zurückschaust, siehst du deine eigene Silhouette, deine Figur, die ein bisschen halt durch dieses flackernde Licht irgendwie ein bisschen mit Schatten überworfen ist. Und den Hintergrund des Zimmers, der hat sich völlig aufgelöst in ein Schwarz. Niemals in einen Spiegel gucken, das ist eine Lektion aus Horrorfilmen. Nee, wenn ich mich ich konzentriere mich so auf den Spiegel, weil Spiegel ist ja eigentlich immer so eine Hassliebe für Scarlett. Auf der einen Seite ergibt nicht wirklich das wieder, was da ist. Auf der anderen Seite findet sie es halt auch schon interessant, wie sie abgebildet wird. Vor allem genau, diese. Könnte man dem Chat auch mal oder den Leuten auch mal beschreiben, was man denn sieht, wenn man Scarlett im Spiegel betrachtet? Also es ist wirklich ihre Silhouette, aber alles so verschwommen, wie geblurrt, so in Schwarz. Und da, wo die Augen sind, ist es halt so wie rot, so richtig rote Augen wie die eines Monsters. Also wie ein Monster gerne dargestellt wird. Und das ist halt auch immer so dieses, am Anfang hatte Scarlett Angst davor, wo sie das mitbekommen hat, dass das jetzt ihr Nachteil ist. Mittlerweile ist es so, man hat sich daran gewöhnt. Manchmal schaut sie auch, weil sie es auch mittlerweile ein bisschen interessant findet. Aber gerade jetzt, dass da komplett alles schwarz ist, das interessiert sie jetzt doch. Sie ist erschrocken so ein bisschen, so will. Aber dann halt auch so näher reinschauen. Das Gesicht, was so irgendwie dieses fratzenartige Gesicht, liegt ein bisschen im Schatten verborgen. Sieht man gerade nicht so richtig. Der ganze Hintergrund ist, wie gesagt, schwarz. Ansonsten sieht man den Körper relativ genau im Spiegel. Das ist neu. Ja, definitiv. Ja. Wenn ich mich jetzt aber nochmal im Zimmer wieder so umdrehe. Das Zimmer ist noch da, ja. Ja, also alles wie immer. Aber wenn ich zurückschaue, ist das noch alles schwarz. Mag jetzt total bescheuert sein, aber Scarlett nimmt mal die Finger und toucht mal den Spiegel an. Ja, du hast das Gefühl, dass du irgendwie Haut auf Haut spürst, als du den Spiegel betrachtest. Die Spiegelbild macht natürlich dasselbe und hat dann halt diese Klaue, dieses übernatürlich Monströse. Und dann sieht man auch so die Schemen des Gesichtes wieder, dieses Monster, was dir entgegenblickt. Und dann siehst du, wie ein roter Streifen sich so um. Fängt auf der Schläfe an und zieht sich so über die Kante, also einmal rund ums Gesicht. Es beginnt wie wild an zu bluten im Gesicht von deinem Spiegelbild, wenn du dann irgendwie hier hinpackst oder so, siehst du auch, also merkst keinen Schnitt oder sowas. Wenn du auf deine Hände schaust, irgendwie realitär hast du wirklich das Gefühl, Blut irgendwie auf den Händen zu haben, aber siehst nichts. Wenn dann wieder, also das geht immer weiter, wenn du wieder reinguckst, ist ein Schnitt wieder ein Stück weiter fortgeschritten. Und irgendwann durchzuckt dich so ein kleiner Schmerz und das macht so ein ganz ekliges, flatschendes Geräusch und in dem Spiegelbild löst sich das Gesicht von Scarlett ab. Sie macht so einen Schritt zurück. Und irgendetwas Unsichtbares scheint das irgendwie über dir zu halten. Und das sieht jetzt halt noch widerlicher aus, dein Spiegelbild. Das ist eben sowieso schon wahr. Und dann schwebt dieses Spiegelbild halt so irgendwie auf der Schulterhöhe so hinter dir. Mit leeren Augen, weil die Augen nicht mit entfernt wurden. Leerem Mund, Höhlen und irgendwie. Dann fasst sich Scarlett selber so an das Gesicht. Also du hast das Gefühl ist anders als das, was du siehst.
Naja. Also da ist auch kein Schmerz von blankem Fleisch oder so. Und da spürst du das auch nicht auf der Haut oder so. Aber das Spiegelbild erzählt eine andere Geschichte. Nee, man merkt dann auch, also es sieht ja im Endeffekt kein Mensch, das ist ja nur Scarlett wirklich, die da ist, aber sie ist so dann in sich versunken und sie fängt an, so auch in das Leere zu starren. Sie starrt nicht mehr dieses Spiegelbild an und in ihrem Kopf rasen so auch ein paar Gedanken durch, weil sie versucht, das irgendwie aneinander zu reihen, weil sie ja schon ein recht analytischer Geist ist. Und ihr kommt was in den Sinn, und zwar, was damals der Ronan gebrabbelt hat, nachdem er das Messer angefasst hat. Und zwar dieses immer wieder durch andere Gesichter schauen. Und das kommt ihr jetzt wieder so in den Kopf. Und dann zuckt sie so hoch. Du bist das. Konntest du mir bis hierher folgen? Brabbelt sie eigentlich mehr zu sich selber als... Dir abgezogene, monströse Gesicht hinter dir schwebend beginnt irgendwie so die Lippen zu bewegen, was irgendwie sehr widerwärtig irgendwie aussieht. Und du hörst in deinem Kopf so ganz viele durcheinander flüsternde Stimmen. Alistair Weapon, Alistair Weapon. Du kannst also schon raus. Du bist schon hier. Die Tür geöffnet. Spalt weit. Ich bin nicht draußen. Hier. Und dann schlägt irgendwas von innen gegen den Spiegel. Warum bist du dort? Warum bist du dort drin? Lass mich raus. Also Uti, ich halte das für eine ganz gute Idee. Ja, und wenn das halt immer so weitergeht, dieses lass mich raus, und Scarlett würde anfangs noch so dagegen gehen, versuchen Gegenfragen zu stellen, wenn das aber so bleibt, so lass mich raus, würde sie irgendwann verstummen und irgendwann auch diesen Kopf in diesem Rhythmus so mitbewegen, so als ob sie diese, als ob das ein Lied ist, das sie gerade so im Geiste mitverfolgt. Du musst mir helfen, kleine Alice. Du brauchst das Messer. Ist, wo es ist. Es. Hol Betty, sie zu mir. Sie nickt wieder. Ich wollte ohnehin mit Sam reden. Und mit einem Ruck würde Scarlett sich so aus dieser Trance auch lösen, wo sie die ganze Zeit ja mit dem Kopf so zurück, also gewippt ist, geht sie jetzt einen Schritt vom Spiegel zurück. Ja, dein eigenes Gesicht spricht wieder irgendwie und Sam da raus. Warum? Sie ist mein, Alice. Interessant. Okay, wenn du das so willst, dann soll es so sein. Wir sehen uns wieder. Beeil dich. Ja. Und Scarlett. Dein eigenes Gesicht verschwindet in der Dunkelheit hinter dir und es bleibt nur das hautabgezogene Gesicht im Spiegel über. Und der Hintergrund wird, also alles wird wieder normal, nur dein Gesicht ist abgezogen im Spiegel. Achievement! Ja, Scarlett schüttelt sich so ein bisschen den Kopf. Die Lasumpe noch hässlicher zu machen. Im Spiegel. Ja. Sie schüttelt so den Kopf, ruckt von dem Spiegel weg, dreht sich um und geht in den Club. Zu Sam. Wollt ihr ja eh hin. Also ich meine. Du bist gemutet. Also am Sonntag, den 10. März in der Nacht, werdet ihr dann aus den unterschiedlichsten Gründen alle bei Sam in den Club kommen wollen. Bruce für die Nachrichten
die Echsenmenschen vielleicht. Ronan mit seinen... Achso, sind noch eine Szene muss ich noch vorher noch für Ronan noch nachschieben. Den hatten wir kurzzeitig verlassen. Der wollte ja noch in die Wüste. Das sollte man jetzt nicht unterschlagen. Wenn Ronan dann ankommt in dem Bunkerkomplex, findest du halt alles so vor wie vorher, als du das letzte Mal hier warst. Bis auf den Raum mit der Wand und dieser Tür, die ihr halt aufgebrochen habt. In dem Raum findest du unendlich viele arkane Symbole teilweise mit Blut, teilweise mit Farbe an Wände und Boden und Decke gemalt. Und du siehst Veronica da drin zusammen mit, wie hieß er noch? Watzlaw, glaube ich, ne? Nikolas, wie sie da gerade irgendwie dabei sind, auch noch einige von diesen Symbolen irgendwie in die Wand rein zu ritzen. Mit so einer Art Meißeln. Ich sehe, ihr kommt voran. Ja. Monika dreht sich zu dir um. Ah, perfekt. Wir haben, ich hatte schon überlegt, dich anzurufen. Wir brauchen deine Hilfe. Okay. Wir brauchen einen Dritten. Geht euch das Blut aus? Schmunzelt so ein bisschen. Kriegst einen ernsten Blick zurück. Okay. Ich war jetzt die letzten Tage hier. Nikolas habe ich, mit hinein, um seine Expertise gebeten. Aber er kann sich das Ganze auch nicht erklären. Und irgendwas drängt von da drin nach draußen, seitdem deine Freundin da eingebrochen ist. Kannst du das nicht spüren? Also, jetzt, wo sie es sagt, irgendwie merkt Ronan halt auch irgendwie so eine elektrostatische Aufladung in der Luft. Ich denke, was immer dort unten ist, wurde durch Scarlet neugierig. Ich habe eine Drohne reingeschickt, um mir ein Bild zu machen von dem, was da drin ist. Aber das scheint irgendwie eine Art Labor oder sowas zu sein. Mit hohen Behältern. Und hybriden, merkwürdigen Züchtungen. Irgendeiner hat experimentiert und hat versucht, Werwölfe herzustellen. Ich denke, ihm ist sowas vermutlich auch gelungen. Nee, weißt du mehr als ich? Ich glaube, dass dort unten ein alter Kainit liegt. Das war auch meine Vermutung. Umso ernsthafter müssen wir das Ding wieder versiegeln. Die Bresche, die deine Freundin geschlagen hat, müssen wir versuchen zuzumachen. Oder zumindest provisorisch zu flicken. Ich glaube, jemand anderer versucht, es zu öffnen, parallel. Das würde einiges erklären, ja. Und ich glaube, dass das, was dort unten gefangen ist, bereits mit dem einen oder anderen gesprochen hat. Umso besorgniserregender. Ich weiß nicht, ob man das einfach so wieder zumachen kann. Das hat so ein bisschen was von
Man kann ein Pflaster nicht richtig draufkleben. Wir müssen das versuchen. Seitdem sie da reingegangen ist, ist hier alles, nun, ihr wart ja, du warst jetzt ein paar Tage weg, alles ein bisschen entglitten. Inwiefern? Naja, schau mal dahin, wo ihr noch letzte Mal noch wart. Das war ja, da war ja so ein Zwischenspalt, wo Scarlet halt durchgekrochen ist. Und der Spalt ist mittlerweile nicht mehr da, sondern ist angefüllt mit Schwarz. Der Abyss dringt hier ein. Mhm. Und wir sind die Einzigen, die dagegen was machen können. Zumindest würde ich das jetzt noch versuchen wollen. Und wenn uns dreien das nicht gelingt, dann gehen mir ein bisschen die Optionen aus. Ich traue jetzt der jungen Scarlet auch nicht zu, dass sie in den Kräften ihres Clans so hoch geschult ist, als ob sie diese Menge an Schatten bändigen kann. Um uns zu helfen. Was meinst du? Kennst sie besser als ich? Ich denke, Scarlet ist vor allen Dingen getrieben von Neugier. Ungesunde Neugier. Ich denke, sie sieht sich auch hier als auf verlorenem Posten. Einzige ihres Clans. Diese Scheiße haben wir jetzt keine Zeit. Sie könnte hilfreich sein, denke ich, wenn ihr Erzeuger ihr irgendwas hinterlassen hat. Also tiefergehende Studien über den Abyss. Okay. Wir werden aber versuchen, das Ding hier zu flicken und du holst sie her und dann schauen wir, was sie kann. Und ich werde, naja, keinen Widerspruch dulden. Geh hin, frag sie und wenn sie was kann, bring sie her. Und dann macht es entweder aus freien Stücken oder wir machen das. Das Ding muss verschlossen werden. Ja. Schaut doch mal so auf diese Oberfläche so kurz, ne? So. Zerbrochener Spiegel. Hm? Ich glaube, wer auch immer dort unten lebt, ist ein Malkavianer. Okay. Weißt du das? Er tippt sich so an die Stirn. Ich habe Schwingungen mitbekommen. Sie tritt so auf dich zu, legt dir ihre Hand auf die Stirn und bei dir geht so eine innere Schranke sofort irgendwie wahrscheinlich hoch, weil du genau in dem Augenblick genau realisierst, was sie tut. Mhm. Und du siehst halt, wie eine Dampfwalze irgendwie durch deine Gedanken rast. Kannst, wenn du das verhindern willst, kannst du gerne was würfeln. Ich würde warte mal ganz Die Fortitude-Kräfte dafür hast du ja auch nicht. Du könntest halt ganz normal versuchen zu widerstehen. Was halt beim Gedankenlesen stört, also Ronan wird sich halt ganz viele nervige, überschwängliche Erinnerungen wachrufen. Mhm. Allerdings so Partysachen oder Kindergeburtstage.
Dann gerade irgendwie schnell mal einer gucken, irgendwie in dem im Regelwerk, was bei diesem Gedankenlesekraft für Gegenrollen ist. Vielleicht mal würfeln. Muss ich das jetzt gerade nicht. Macht sie jetzt auch aus Packs? Was ist das? Aus Packs, Scry the Soul oder so, oder was ist das? Witzig. Hat nicht genau. Ich und so. Mal gucken. Ja, direkt Telepathie gibt es ja nicht mehr. Und? Ja, dieses Aura-Ding wäre ja Scry the Soul. Selber? Ja. Doch, Telepathie gibt es, ja. Das ist Level 5. Wits und Subterfuge zum ja. Widerstehen. Ja, Wits und Subterfuge. Dann also einmal ein Roll, bitte. Jawohl. Kannst du das Tier reizen, um einen Würfel mehr zu generieren? Yep. Erstmal ein Rouse-Check, ne? Mhm. Ja, passt. Moment. Kurz einblenden, ja. Mhm. So. Nächsten Hunger? Ja, weil er wird jetzt auch ein bisschen pissig. Das wird nur toll mit Witz und Subterfuge, wenn man nichts in Subterfuge hat. ja. Es gibt ja immer noch Willpower. Oh! Ja, den brauchst du auch. Zwei Würfel darfst du würfeln. Yay! Look immerhin at me! Immerhin ein Erfolg. Ja, dann passt die Beschreibung ja gerade ganz gut. Dass du das Gefühl hast, irgendwie dein Kopf würde durch eine Mühle gedreht. Also wird er doch sofort den Blick senken, also so Eck gucken. Ja. Er schaut dich ernst an. Wir haben dafür keine Zeit. Wie wär's mal einfach mit Fragen? Wir haben dafür keine Zeit. Ich als deine Primogen habe Dinge zu tun, die weit mehr als irgendwelche persönlichen. Ja. Stell dich da drüben hin. Alistair Webb. Ist der Name des Kaniten. Sagt mir nichts. Hier? Komm schon, oder muss ich wieder selbst gucken? Ich glaube, er ist ein uralter Malkavianer, mit dem Frank spricht. Was hat Frank damit zu tun? Ich glaube, Frank, so will ihn befreien. Das müssen wir verhindern. Zudem wollte ich auch noch, um ihn auf den Zahn zu fühlen. So, wir machen jetzt diesen provisorischen Abschluss hier. Und danach fragst du Scarlett, wie das ist mit der Hilfe. Und dann beschäftigen wir uns mit Frank. Ich frag sie. Und wir werden. Nikolas wird dem Prinzen Bescheid sagen. Könnt ihr vorausbrechen, wie schnell sich das ausdehnt? Nun, das 20 Zentimeter in 3 Tagen. Okay. Ich bin unterwegs. Warte, wir müssen erst das Ritual machen, da drüben hinstellen. Es ist halt so ein großes Dreieck, was irgendwie auf dem Boden irgendwie eingezeichnet ist, was so leichte Rillen irgendwie bildet. Mhm. Und der Nikolas reicht dir dann so einen gekrümmten Dolch.
aus, also der leicht golden schimmert. Und an den Ecken von den Dreiecken sind halt so kleine Auffangschälchen aus Silber. Und ja, Nikola schwenkt an. Die haben halt, also Veronica und er haben halt auch so durch, schneiden sich so in die Handfläche und träufeln halt so Blut in die jeweiligen Schälchen rein. Ronan macht es auch und dann fangen die beiden an, so einen lateinischen Singsang anzufangen. Und Veronica schaut sich hierüber, einfach mitsprechen. Ron an ihr Latein. Mhm. Ja, und dann sieht man halt, wie sie es aus der Schale, diese kleinen Blutstropfen in das Dreieck hineinfließen, dann irgendwie so das Dreieck dann voll machen. Und aus diesen wenigen Tropfen halt wesentlich mehr Blut wird, als vorher da reingeträufelt worden war. Und sich dann das komplette Dreieck mit roter Farbe, also mit Blut füllt. Und aus dem Blut heraus sich dann irgendwie so ein silberschimmerndes Etwas bildet. So eine silbernfarbenes, gallertartiges Etwas, was so eine leicht menschliche Gestalt hat. Dann rüber geht zu diesem aufgebrochenen Stück von der Tür, was Scarlett ja aufgerissen hatte, sich da drüber legt und dann wieder starke, feste Form annimmt und dann quasi silbern weiter schimmert, aber fest wirkt. Und dann merkt Ronan halt auch, dass ihn das irgendwie total fertig gemacht hat gerade. Und auch Veronica und Nicolas fallen so ein bisschen auf die Knie zusammen und atmen schwer, obwohl sie eigentlich gar nicht atmen müssten. Und dann... Ach du Scheiße. Und dann sagt dann Nicolas so, das sollte alles, was Werwolf ist, da drin halten. Zumindest für jetzt. Also nur noch der Elvis. Du hast zu tun. Los, wir haben keine Zeit. Nikolas zum Prinzen und ich werde das Ding weiter beobachten, ob es gewirkt hat oder nicht. Wenn es irgendwas ist, sage ich euch Bescheid. Wo erreiche ich dich, Ronan? Im Club? Entweder da oder er schmeißt hier einen Wegwerf-Handy rüber. Eine Nummer ist eingespeichert. Sie nickt. Ronan. Entschuldigung wegen dem Kopf. Musste sein. Kurzes Zug, kann dann nicken. Bringen wir die Scheiße zu Ende. Ja. Und dann geht Ronan halt wahrscheinlich zurück zum Club. Mhm. Und dann trifft ihr da aufeinander, wie ich es eben sagte. Ist mein... Dein erstes Ritual, Ron. Naja, also als Ritual-Hiwi ist mein also Hunger jetzt gestiegen durch das Blut noch weiter? Ja. Ja. Okay, läuft bei mir. Oh Gott, habe ich Hunger. Hunger 3 geht noch so. Nicht angenehm, ja. Ja, dementsprechend, das wird das Tier in Bruce wahrscheinlich sehr stark wahrnehmen, wenn Ronan dann auftaucht, irgendwie im Club. Irgendwie und vielleicht unterhält sich Bruce gerade schon ein bisschen im Smalltalk mit Sam. Und vielleicht auch mit Scarlett, wenn sie irgendwie da ist, aber dann nimmt Bruce auf jeden Fall das Tier wahr. Also das, klar, es sind halt ständig Vampire jetzt in dem Club, aber einer davon scheint gerade relativ aufgebracht und hungrig zu sein. Und dann guckst du raus und dieses Gefühl kommt näher, als du Ronan halt näher kommen siehst. Ich kann mir vorstellen, dass wir gerade irgendwie so ein Dreieck da irgendwo rumstehen ganz kurz und dann zuckt so ein bisschen das Ohr wirklich und ich gucke dann so mitten in dem Gespräch dann so nach hinten. Ich glaube, da kommt Ronan. Ich konzentriere mich mal so in die Richtung, wo ich ihn gerade sehe.
Und dann wirst du wahrscheinlich so eine Menge am Tanzen gerade sehen und so leicht, vielleicht rechts an der Ecke, also ne, ist noch Türschwelle und so weiter, die hier Sam und Scarlett, und dann schaut euch die Pferde so sehr eindringlich an, also der Blick hast du sehr, ja, aber wirklich. Ja, also Ronan schiebt sich so ein bisschen da durch, also versucht den Menschen auch ein bisschen auszuweichen, und also geht eher ein bisschen so, also er gibt so ein bisschen vor, als wäre ihm ein bisschen schlecht, falls halt jemand guckt, und nähert sich euch dann sehr langsam, und ihr seht, er atmet auch nicht. Also er hat auch nicht das Atmen angemacht. Als er dann bei euch ist, seht ihr dann auch das deutlich stärkere Glimmen der grünen Augen und dass die Zähne sich leicht zeigen. Ich glaube, wir sollten unsere Besprechung nach oben verlegen. Ja. Du kennst den Weg. Geh vor, Ronan. Scarlett läuft auf dem Weg nach oben halt irgendwie durch diesen Gang durch, wo diese Bilder an der Wand hängen von diesen Tänzern. Auf der spiegelnden Fläche der Bilder spiegelt sich ganz kurz das gehäutete Gesicht von Scarlett. Also ich glaube, Scarlett selbst wird das gar nicht so wahrnehmen. Die ist immer noch so in ihren Gedanken versunken. Die hat auch sich kurz so begrüßt, so hi. Aber irgendwie, man merkt das auch, dass sie eher so einen Blick auf den Boden gerichtet und immer wieder so, als ob man kurz, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Kennt ihr das noch von früher, kurz bevor man ein Gedicht vortragen musste? In der Schule, dieser Moment, du weißt, gleich wirst du aufgerufen, gleich musst du vor die Klasse treten, gleich musst du was, und so geht sie immer wieder, ja, als ob sie sich halt gerade an dieses Gedicht versucht zu erinnern, und so geht sie da gerade diesen Gang entlang auch. Ich schau mal was nach vorne zu Ronan, dann mal so ein leichter Blick nach hinten ganz kurz zu Scarlett. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Fällt mir irgendwie nicht so ganz, dass er ausgerechnet in dem Zustand hier aufschlagen, wo der Club voll ist. Das Tier in Ronan ist aufgebracht und sie ist nicht so richtig. Wenn Ronan nicht so ein Schmarotzer wäre, könnte er ja jetzt schnell im Club was trinken. Aber er hat ja mal so ein Problem damit zu trinken. Das wird er wohl nachher trotzdem machen müssen. Wenn wir im Büro sind, pass bitte auf die Tür auf. Mach ich. Schließ ab. Nicke. So auf dem Weg trällert dann Ronan so irgendein irisches Volkslied vor sich hin. Jetzt wird dann halt da sind oder sich so gegen die Wand lehnt und sich so wirklich so über die Schläfen fährt. Oh. Hast du irgendwen getrunken, der dir nicht bekommen ist? Red nicht von Trinken, ich habe unglaublichen Hunger. Hm? Ja, dann trink doch was. Hier sind doch ein Haufen Getränke. Er guckt so ein bisschen zu, als er wirft Scarlett einen Blick zu, dann guckt er zu Sam, dann zu Bruce mit so einem ja schon, aber Gesichtsausdruck. Später versuche ich es mal. Kommst du dermaßen ausgehungert hierher? Wir beide wissen oder wir alle wissen, dass du nicht. Sam, fahr mal 5 Grad runter. Das war jetzt nicht der Langzeitplan. Ich hatte gerade eine Unterredung mit meiner Primogen. Das hat mich etwas ausgelaugt. Ich würde Bruce einen Blick mit hochgezogener Braue zuwerfen. So. Aha. Ja. Wie geht's ihr? Scarlett. Hey. Hi. Sie braucht dich. Du bist der Tremere. Ich bin unschuldig. Ich bin es nicht gewesen. Schnuckelschnäuzchen. Der Abyss dringt, seit du da bist, aus dem Spalt hervor. Wirklich? Der breitet sich aus?
Ja. Das ist doch hervorragend. Nein. Das, doch, doch, warte, doch, 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 das ist... Gut, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn der auf richtig echte lebende Wesen trifft. Okay, er verschlingt sie. Oh. Sie können es nicht eindämmen. Naja, wir können ja erstmal abwarten. Vielleicht wird er ja gar nicht weiter raus. Vielleicht bleibt er ja da. Er wächst immer weiter. Also, das ist interessant, weil ich dachte eigentlich, also wenn er aber wächst, dann muss da direkt ein Zugang zum Abyss bestehen. Bisher dachte ich immer nur, dass man einen Teil des Abysses irgendwo benutzt hat als eine Schutzvorrichtung, quasi wie eine Art Kammer, also ein eigener Scarlett. Würfel. Ja. Sie haben eine Sonde reingeschickt. Funktioniert Technik da unten? Ja. Und sie haben Aufnahmen gemacht. Ja, sie entsprechen dem, was ich gesehen habe. Mit den Behältern, wo sie künstlich Werwölfe erzeugt haben. Ich habe gerade ein Ritual abgehalten mit Nikolasch und meiner verehrten Primogen, die dafür sorgt, dass nichts, was Werwolf ist, da rauskommt, um uns den Arsch aufzureißen. Da sind Werwölfe drin? In den Behältern, ja, yeah, so wie es scheint. Diese Hybridwesen hatte Scarlett auch gesehen, wenn ich mich nicht erinnere. In einer Art Stasis. Ah, okay. Und da man nicht genau weiß, um was es sich handelt, Silbermauer. Das hat mich leider etwas ausgelaugt. Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber hey, das andere ist, du bist die Einzige hier, die sich mit dem Abyss auskennt, mit ihm sprechen kann, Begegnung mit ihm am ehesten überunlebt. Stimmt. Und ich soll dir etwas ausrichten. Das wäre? Dass das keine Bitte ist. Was jetzt? Deine Hilfe wird erwartet. Und entweder machst du es freiwillig oder Veronica macht aus deinem Gehirn Mus. Das ist ja sehr freundlich. Ich gebe nur weiter. Hervorragend. Worauf warten wir dann noch? Auf zum Abyss. Auf zum Ronin-Mobil. Und was läuft bei euch so, ihr Schnuffels? Guckt so Bruce und. Ja, der lehnt tatsächlich so an der abgeschlossenen Tür. Also die habe ich halt wirklich so in den Schlüssel so. Gott, vielleicht sollst du in dem Zustand dann nicht jetzt wieder hingehen. Ich wünschte, ich könnte saufen. Ja, ich hatte heute schon ein bisschen Wein. Arsch. Welche Vorteile muss das haben? Du hattest ja aber vorher wirklich nur noch mal was zu essen holen. Ja, Schatz, ich gehe gleich runter. Ich kann dir auch was hochbringen lassen. Mir behagt der Gedanke nicht, dass du in diesem Zustand direkt unten unter die Leute gehst. Mhm. Habt ihr übrigens von diesem neuen, tollen Orgien-Treffpunkt gehört? Du hast davon auch gehört? Klar, ich war da. Warum wundert mich das nicht? Wenn man von Orgien spricht, muss ein Ire da sein. Du meinst, nein, ich habe davon bisher noch nichts gehört. Was genau ist da los? Ja, also das ist quasi Anti-Sams Club. Es ist eine extreme Drogenhöhle. Also da wird, also ich habe allein in dem ersten Rinnstein, in den ersten 10 Minuten auf diesem fucking Klo genug Drogen zusammen hätte zusammenkratzen können, um den eigenen Betrieb aufzumachen. Und zwar alles von Hasch, Koks, bunte Pillen, alles so von 3 Jahre bis ungefähr 15 Jahre Knast. Solange du denn hier anfängst mit dem Scheiß zu dealen, nur zu. Sam, du hast einen Club aufgemacht und kurze Zeit später macht an der genau entgegengesetzten Stelle eine Drogenhölle auf, wo die Leute reingehen und Nümmerchen schieben im Hinterzimmer. Ich weiß ja nicht, das stinkt zum Himmel.
Natürlich tut es das. Aber ich kann mich dort schlecht blicken lassen, oder? Ich glaube, du wärst auf jeden Fall der Mittelpunkt. Ja, aber... Sam ist immer der Mittelpunkt, wenn sie das will. Eigentlich immer. Der ein oder andere weiß aber wahrscheinlich schon, dass mein Gesicht zu diesem Club gehört. Und ich glaube, wenn die Konkurrenz auf Betriebsspionage kommt, das wird meistens doch unschön. Ich wollte es nur sagen. Also ich bin jetzt vermutlich ein bisschen häufiger da, als wenn es nicht da. Zum Leute beobachten. Aha. Zum Beobachten. Und theoretisch, um sich sehr, sehr frei ernähren zu können, weil das keine Sau da scheinbar mitkriegen würde. Aber wenn du drauf stehst, auf einen Trip zu gehen? Ich wollte gerade sagen, haben diese Substanzen nicht auch Auswirkungen auf dich? Scarlett, du hast ja keine Ahnung. Ich habe das mal mit Auspex gemacht und dann bin ich da reingegangen. Ich wusste gar nicht, dass du auf solche Sachen stehst. Ich auch nicht. Weißt du, Horizont erweitern. Nein, mit den Drogen definitiv. Solange du dir kein Ohr abschneidest, ist alles in Ordnung. Ich kann ja auch nicht malen. Noch nicht. Ja, ich brauche was zu trinken. Bevor ich wieder klar denken kann. Irgendwelche Bevorzugungen? Männlein oder Weiblein? Frau? Ich lass Wendy kommen. Die Lampe auf dem Schreibtisch von Samantha fängt kurz an zu flackern. Da. Sorry. Einen gälischen Fluch von sich. Solange du einfach die Finger von meinem Computer weglässt, bitte. Ich stehe schon in der Ecke, weißt du, so. Eigentlich steht Scarlett gar nicht in der Nähe von der Lampe. Trotzdem, es ist einfach... Und Scarlett? Ja? Warum irkst du so, als müsstest du eine Klausur halten? Mir gehen sehr viele Dinge durch den Kopf seit neuestens. Ich kenne das. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich schlecht schlafe? Na, schlafen tue ich ganz hervorragend. Kommen einem da schon so interessante Gedanken durch den Kopf. Betty. Immer noch. Ali, du bist gemutet. Warum? Jetzt höre ich. Ja, man hört mich die ganze Zeit, oder nicht? Nein. Nicht? Ja, okay. Dann habe ich nur zu leise geflüstert, dass Scarlett Betty holen soll. Die ganze Zeit. Mit der Kopf. Okay. Ja, gut, das passt auch ganz gut. So habe ich es nämlich auch drin. Da gehen einem nämlich so ganz interessante Sachen durch den Kopf, dass wir doch vielleicht einkaufen gehen sollten. Also so bestimmte Sachen holen sollten, um ein Schloss zu öffnen, braucht man einen Schlüssel. Und ich meine, warum machen wir das Ding nochmal nicht auf? Also, aus zwei theoretischen Gründen. Also, die würden mir jetzt spontan einfallen. Mhm. Erstens, der Abyss. Wenn auch nur ein kleiner Teil davon stimmt, was meine 3 Stunden okkulte Vorlesung vorgebracht haben, dann ist er Lebenskraft verschlingt. Ja gut, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Verschlingt, wovon ernähren wir uns? Vielleicht kann der Abyss aber auch diese Glocke kaputt machen. Ja. Wenn er uns auf dem Weg dorthin verschlingt, haben wir damit auch nichts gewonnen. Zweitens, und über den Ausmaß des Maskeradebruchs brauchen wir da, glaube ich, auch nicht mehr sprechen, oder? Naja. Red erst mal weiter, Ronan. Danke, Alistair Webb. Ein zuckt Scarlett denn was zusammen? Bei dem Serienkiller. Woher weißt du das? Okay, aus den Bruchstücken aus meinem Hirn konnte ich mir einiges zusammenreimen. Und auf der anderen Seite, kein normaler Mensch benutzt ein Rasiermesser, benutzt und gibt ihm einen Namen. Sweeney Todd?
Der ganz teuflische Barbier aus der Fleet Street. Überleg mal, was der gemacht hat. Er hatte gute Gründe. Scarlett? Es ist nicht alles schwarz und weiß, aber erzähl weiter. Scarlett! Können wir davon ausgehen, weil wir nicht wissen, wann das Ganze passiert ist, aber gehen wir mal davon aus, dass das mit hier Stadtgründung, blablabla, bla bla, wie auch immer passiert ist, also 150 Jahre oder 200 Jahre oder so. Dann haben wir dort unten einen Kainiten, einen Malkavianer, der seit mindestens 150 Jahren da unten vor sich hin vegetiert in seiner eigenen Spiegel-Fantasiewelt, umgeben vom Abyss. Wir schließen ihn dann auf, sagen, danke, cooler Dude, jetzt kannst du ja die Stadt verlassen und wir machen hier alleine weiter. Für wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario? Glaubst du wirklich, der würde hier bleiben? Nun, falls er nicht in der Lage ist, diese Glocke zu zerstören, dann muss er wohl hier bleiben. Ja. Das ist die Frage. Oder er stirbt bei dem Versuch, die Stadt zu verlassen. Bis dahin... Es gibt Experimente, die möchte ich, glaube ich, nicht machen. Und bis dahin töten uns alle anderen. Weil der Prinz wird gerade informiert über das Vorgehen von Veronica. Scarlett, du kannst dich gerne als Exemplar da zur Verfügung stellen und sagen, du kannst den Abyss befehligen und ihn zurückdrängen mit Kraft deiner Gedanken. Wenn du das nicht kannst, bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, was sie mit dir machen, muss ich leider gestehen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber stell dir mal vor, der wäre schon so teilweise draußen und könnte mit Kainiten draußen interagieren und die vielleicht auch unter gewissen Umständen Scarlett zu dem bringen, der hat mit mir gesprochen, meine Güte. Aber ich bin der Bekloppte hier. Du hast nur das Messer angefasst. Ich fasse gleich was ganz anderes an. Ruhig. Ruhig. Ja? Ist das etwa ein Frenzy-Test? Ich weiß nicht. Bei wem jetzt? Ja, über jedem, der es gerade für angemessen hält. Also bei dem derzeitigen Hungerstand könnte ich mir das durchaus vorstellen. Das kommt, gönn dir. Kein Modifier, ne? Nee. Difficulty? 2. Sind wir aber nicht so. 2, sagt er. Gruppenausraster. Wow! Einmal tief durchatmen, Ronan. Ich... Also man sieht so die Zähne, die Augen glühen und dann... Ich bin ein Ire, ich bin ein Ire, ich bin ein Ire, ich bin ein Ire. Iren verlieren nie die Beherrschung, höchstens auf dem Tanzparkett. So. Ich schaue so zwischen euch beiden hin und her. Ein Flüstermurmel, so da halt, dass man das hören könnte. Irre seid ihr beide. Nichts Ire. Veronica ist gerade dran und wir haben nicht viel Zeit, überhaupt was zu lösen. Der Prinz ist informiert darüber, dass es dieses Problem mit dem Abyss gibt. Wir müssen uns eine Lösung einfallen lassen. Yes. Weil Veronica hat bereits in mein Gehirn geglunzt. Was hat sie gefunden? Keine Ahnung, ich habe ganz viel zu Kindergeburtstage aufgesagt. In einer Notsituation geht sie in deine Gedanken, um Kindergeburtstage zu finden? Das spielt keine Rolle. Der Punkt ist, ich glaube, wir müssen hier eine Entscheidung treffen, weil wenn er mit mir sprechen kann und wir davon ausgehen, dass er auch mit Frank sprechen kann, dann wird das hier bald zu einem Interessenkonflikt kommen und wir sollten uns die Frage stellen, auf wessen Seite stehen wir? Auf der des Lebens. Fantastisch, genau das ist auch mein Punkt. Also gehen wir zu dem, der mächtiger ist. Wir haben den Schlüssel, wir haben das Schloss, wir lassen ihn raus und alles ist gut. Ich bin mir nicht sicher, ob alles gut wird, indem dass wir ihn rauslassen. Ich würde viel lieber gerne wissen wollen, warum Frank ihn rauslassen möchte. Das wäre jetzt eine Frage, die wir vielleicht noch vorher klären könnten, aber er könnte ein Verbündeter sein. Nicht könnten, die wir klären müssen. Das ist die Frage, haben wir die Zeit überhaupt noch?
wenn Veronica schon so weit ist, dass sie mich quasi zwingen möchte und keine Ahnung, ich kann wahrscheinlich nicht den Abyss zurückdrängen. Keine Ahnung, ich kann es versuchen, aber ich habe es noch nie gemacht. Du bist die Expertin, ob du es willst oder nicht. Versuchen würde ich es, allein schon, um zu wissen, ob ich es könnte, ja. Aber die Frage ist, wenn wir versuchen, es wieder einzusperren und es trotzdem irgendwie rauskommen könnten, stehen wir auf der Feindesseite. Und dann sind wir alle mit dran. Wenn wir es tatsächlich schaffen, es eingesperrt zu halten, ist ja alles gut. Der Fakt ist, Alistair Webb kannte, zumindest von dem, was ich gesehen habe, Katharina und Andrew. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Ich sollte Sam nicht anfassen. Ganz so enge Freundin sind wir auch ehrlich gesagt noch nicht. Und ich stehe nicht so auf Frauen. Das war nicht so gemeint. Alistair Webb hat wohl noch Pläne mit dir. Was? Er hat dich als Science betitelt. Ach du Schande. Also jetzt, wenn wir mal ein bisschen ausholen, das ist nur eine Theorie. Frank war in quasi deine Entwicklung irgendwie involviert. Aber jetzt stell dir mal vor, das kam nicht von ihm, sondern von ihm. Alistair Webb. Und lieber Ronan, was hast du gesagt? Du hast gesagt, du hast ein Gefühl gespürt, als er auf Katharina und Andrew geschaut hat. Das Bild, du erinnerst dich. Ja. Was ist, wenn sich unser gutster Freund einfach nur in unsere Werte Sam aka Katharina irgendwann eingeschossen hat? Interessante Theorie. Du machst es unterm Strich aber nur bedingt besser jetzt. Die Frage ist, wir müssen sehr viel bedenken. Und es wird zu einer Entscheidung kommen. Es ist nur die Frage, auf welcher Seite stehen wir. Versuchen wir jetzt auszulassen. Also ganz ehrlich, ich hatte schon mal einen Stalker. Ich werde jetzt nicht dem Nächsten, der vielleicht noch viel durchgeknallter ist, die Türe aufschließen. Aber was ist, wenn er ohnehin rauskommt, egal was wir machen? Also ich verstehe, was du sagen willst. Also man bringt selten denjenigen um, der einen rauslässt, aber schon mal eher den, der die Tür wieder zuschmeißt und das Schloss rumdreht. Sie. Ja gut, dann haben wir uns und alle anderen. Das ist die Frage. Uns und alle anderen. Wir hätten vielleicht Frank. Ich habe den noch nie gesehen. Also jetzt mal schon gesehen, ja, aber ich habe noch nie so richtig ein Wort mit ihm gewechselt. Vielleicht ist er ja ein guter Verbündeter. Ich weiß es nicht. Frank, ein Verbündeter. Er will doch das Gleiche, oder nicht? Wir wissen immer noch nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung, was Frank tatsächlich möchte. Dann gehen wir jetzt zu Frank und finden das raus. Und nicht nur das, du vergisst ja diesen Teil, dass in dieser Stadt, wenn man die richtigen Komponenten benutzt, nichts wirklich stirbt. Sie. Bevor wir zu Frank gehen, musst du erstmal mit Ronan zu Veronica gehen. Es sei denn, aber das könnte das schon das Schlüssel im Moment sein, was uns den weiteren Weg versperrt. Oder? Es sei denn, wir kriegen das jetzt alles zusammen hin, aber da muss es schnell gehen. Sie fangen jetzt gerade an. Ich suche dich gerade. Fantastisch. Ich könnte doch irgendwo sein. Ich könnte gerade was trinken gehen. Ich könnte einkaufen sein. Wenn sie dich nicht beschattet, könnte das kurzfristig funktionieren. Wie gesagt, wir haben ein dünnes Zeitfenster. Wir können jetzt zu Frank gehen und alles. Wir brauchen Sarah, dass sie uns da reinbringt. Ja, wir brauchen Sarah. Wir müssen zu Frank, damit sie uns zu Frank bringt, damit wir alles auf den Tisch knallen können. Damit wir dann noch genug Zeit haben, um dich mit den Informationen, die wir aus diesem Gespräch ziehen, dorthin zu bringen. Yes. Weil du musst so oder so dorthin. Ist jetzt, weil ich schätze, das sagt sie dem Prinzen auch. Was dann deine Bewährungsprobe sein könnte, wenn du das irgendwie schaffst, dich da verdient zu machen, dass du den Status bekommst. Ja. Oder wir scheißen jetzt drauf. Das ist die Frage. Es ist eine Entscheidung. Entweder Viva la Resistance oder... Ah.
Ich meine, wir sind schon die ganze Zeit der Ansicht, dass das so hier, wie es läuft, ungünstig ist. Warum? Gut, ich bin ja auch gerne dafür, den Tintenkiller anzusetzen, aber müssen wir dafür das ganze Dokument abbrennen, um es neu zu schreiben? Das ist die Frage. Willst du auf diesem Papier überhaupt noch schreiben? Das hat mehr Löcher und Brandflecke als alles andere. Du wolltest immer was Neues aufbauen. Du sprichst von deiner Utopie, von etwas komplett Neuem. Ja, ich stehe auf Metropolis. Ja, siehst du? Dann lass uns doch jetzt hier damit anfangen. Mit Sarah im Genick wirst du das nicht hinkriegen. Oder mit Veronica oder wie sie alle heißen. Wenn wir jetzt nach denen ihrer Pfeife tanzen, dann werden wir weiter nach denen ihrer Pfeife tanzen. Wir schließen Alistair Webb wieder weg. Ja gut, Alistair Webb ist für uns jetzt eine Chance. Glaubt ihr, wir werden je aus dem Knick kommen? Oder wird das ewig so weitergehen? Wir werden immer einen Grund finden. Du hast immer ein Risiko. Aber Scarlett, aus deiner bisherigen Erfahrung, möchtest du dein Leben oder deine Seele oder wie auch immer du das nennen willst, deine Existenz und die vieler anderer einem im besten Falle alten Malkavianer anvertrauen, der tendenziell Sam als, also der Sam als sein Eigentum betrachtet, der vielleicht an ihrer Beschaffung beteiligt war, damit ist Sam mit Sicherheit safe auf ihre Art, aber hat vielleicht das Schlimmste an Schatten, was man haben kann, ist nicht persönlich gemeint. Und würdest du deine Hand dafür ins Feuer legen, dass er uns nichts antut? Welchen Grund hätte er? Wenn Wahnsinn. Wir diejenigen sind? Nichtsdestotrotz, ein wildes Tier begreift durchaus, ob du ihm positiv zu, gegenüberstehst oder nicht, ob ein du Feind oder Freund Tier, bist. Darf ich mal ein ganz wildes kurz? Tier wildes unterscheidet Tier nicht zwischen Freund und Feind. Stichwort. Ein wildes Tier wird trotzdem erkennen, ob du ihm aggressiv gegenüberstehst oder nicht. Ein wildes, völlig ausgehungertes Tier. Und davon können wir ausgehen, wenn er seit Ewigkeiten schon da unten eingesperrt ist, dass er Raserei. Völlig ausgehungert ist. Man müsste ganz viele Vampire haben, um ihn zu füttern, wenn er ausbricht. Und Veronica ist doch schon vor Ort. Sabra kann sich das Ereignis doch auch angucken. Hast du gerade ernsthaft vorgeschlagen, unseren Prinzen einem wahnsinnigen, ausgehungerten, uralten Malkavianer vorzuwerfen? Sie könnte zufällig vor Ort sein. Mehr habe ich nicht gesagt. Scarlett, ich glaube, du gehst jetzt besser. Sonst muss ich Dinge tun, die unsere Beziehung nachhaltig belasten. In Ordnung. Nein, sie kann nicht gehen, wir brauchen sie. Nein, doch tatsächlich, das ist eine Anweisung vom Sheriff. Dass Scarlett nimmt ihre Büchlein, die sie hat, und verlässt den Club. Have fun, Ronan. Frau, mach mich fertig. Du kannst mit dir gehen, Ronan. Ich werde dich nicht aufhalten. Sam. Ich habe doch gerade was gesagt. Um den Abyss zu bekämpfen, brauchen wir sie so oder so, aber früher oder später wird Veronica sie in die Finger kriegen. Und wenn sie ihren kompletten Geist umkrempelt, sieht sie alles. Also entweder nutzen wir jetzt, dass sie auf unserer Seite ist, oder du musst sie umlegen, weil dann ist sie ein potenzielles Risiko. Du weißt, was sie gerade über Sabra gesagt hat. Ja, und ein winzig kleiner Teil von mir findet das echt knorke, aber ein winzig kleiner Teil. So funktioniert ein Umsturz, aber so weit sind wir eigentlich noch nicht. So funktioniert auch die Ausradierung an der ganzen Stadt. Ja, und so weit sind wir vielleicht. So weit wären wir, wenn wir den da rauslassen. Das ist ja das Problem. Allerdings, dass er mit Scarlett quatscht. Ohne dass sie das Ding berührt hat. Heißt für mich... Wer weiß, was sie alles berührt hat, als sie immer Biss war. Ronan,
Sie war in diesem, dieser ja. Masse aus Schwarz. Und in jedem beschissenen drittklassigen Horrorfilm, wenn du in irgendwas reingehst, was vom Bösen durchdrungen ist, bleibt was davon an dir haften. Vielleicht hat das den Zugang eröffnet. Und dann haut sie sowas raus wie, hey, übrigens, der sagt Sam ist meins. Was das Ganze in eine völlig neue Richtung dreht, die wir nicht hätten absehen können. Ich kann Sabra nicht dorthin bringen mit... Ich glaube auch nicht, dass sie dorthin kommen würde. Weil warum? Die Tremere unterrichten sie, dass dieses Problem vorliegt und sie kümmern sich drum. Warum sollte der Prinz persönlich erscheinen? Der Punkt ist aber, ob jetzt rauslassen oder nicht, Scarlett wird irgendwas tun. Und wenn sie noch länger oder häufiger mit ihm quatscht, wie auch immer sie das anstellt, aber er scheint jetzt irgendwie auch Teil des Abyss zu sein oder so. Faszinierend, wenn er Teil des Abyss ist, kann Scarlett ihn beherrschen. Mann. Verstehst du, das ist jetzt eine Unwägbarkeit mehr, mit der wir nicht gerechnet haben. Und dieser Satz, sie gehört mir, ist irgendwie sehr irritierend an dieser Stelle. Weil entweder sieht er dich als Katharina oder er war das Quäntchen, was letztendlich allem zum Erfolg verholfen hat. Was dann wieder bedeutet, so wenn er seitdem mit Frank quatscht und der einen jemanden beauftragt hat, auf die Investition zu achten, ergibt das eine ganz neue Kausalkette. Ich weiß, dass du in deiner Funktion als Sheriff handeln musst, wenn die Sicherheit des Prinzen bedroht ist. Das ist gar keine Frage. Nur entweder bringen wir Scarlett jetzt zu Frank oder zum Abyss und gucken, was passiert. Denn das Experiment müssen wir auslösen. Oder Veronica tut es und löst vielleicht eine Katastrophe aus. Oder Scarlett findet selber einen Weg. Immerhin ist das nichts etwas, was man erlernt. In dem Sinne, sie ist La Sombra, sie kann es einfach. Es liegt ihr im Blut. Du verstehst das Problem mit Sabra? Lass Sabra außen vor. Ich kann nicht das, was du kannst. Lass Sabra außen vor. Die wird dort nicht aufkreuzen. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Sollte sie das tatsächlich tun, musst du in deiner Funktion als Sheriff sie beschützen. Punkt. Ich gehe sowieso davon aus, dass der Einzige, der dann wieder reingeht, Scarlett sein wird, aber diesmal hat sie sich da geschnitten. Zumindest ein oder zwei von uns sollten mitgehen. Derjenige, dem man geistig momentan überhaupt wenig kann, wäre Bruce. Wir sollten nur überlegen, gehen wir jetzt wirklich vorher noch zu Frank oder nicht? Oder machen wir diese Sache jetzt direkt auf der Stelle? Da müssen wir uns wirklich einig sein. Und dann können wir versuchen, Scarlett zurückzuholen. Wir wollten von jeher zu Frank. Weil wir wissen wollen, was er mit... Ja. Erliste zu schaffen hat, warum er ihn wiederholen will. Nur machen wir das dann jetzt
Und wenn ja, machen wir es jetzt nur noch zu dritt oder holen wir sie zurück und fahren jetzt dahin, beziehungsweise holen Sarah, damit sie uns dahin bringt. Ich kann vielleicht eine Stunde oder so oder zwei erklären, ich habe sie nicht gefunden. Aber dann wird es langsam. Dann hol du sie zurück und dann holen wir Sarah und dann gehen wir zu Frank. Aber sie sag ihr, sie soll einfach das mit Sarah nicht mehr erwähnen. Ich will das nicht hören. Ich ist ein bisschen besser dominiert könnte. Sag das nie wieder. Bruce, würdest du sie holen? Ich besorge mir was zu trinken. Wenn es genehm ist. Ruf dir Wendy hoch. Das Licht flackert wieder. Gut. Ist das so eine kleine Schreibtischlampe oder ist es das Deckenlicht? Nee, ist die kleine Schreibtischlampe. Dann würde ich die jetzt mit dem ausgestreckten Arm vom Tisch fegen, dass die an der Wand kaputt geht. Es geht ein kurzer, eisiger Hauch durch das Büro. Nehme mal an, Andy kommt und ich würde halt trinken. Also, dass ich zumindest wieder einen runter bin. Und dann hoffen wir, dass Bruce Scarlett noch einfängt. Ich fange in der Zwischenzeit einmal zu packen. Mhm. Wenn Ronan getrunken hat, gibt es kurz einen geht draußen kurz die Musik aus und die Lichter gehen alle aus im Club und einer ruft dann irgendwann, man hört, kommt dann kurz jemand ins Büro, klopft. Sorry, ja? Sicherung, wir kümmern uns drum, geht gleich wieder weiter. Sonst alles okay? Alles gut. Nein, nur die Sicherung. Wir haben den Mixer, glaube ich, falsch angeschlossen. Dann passt beim nächsten Mal besser auf. Dauert keine, dauert nur ein paar Sekunden, dann ist alles wieder da. Scarlett ist draußen auf die Straße gelaufen. Läuft dann kurz irgendwie an einer Gestalt mit Kapuze vorbei, die dann aber so nah an Scarlett vorbeiläuft, dass sie irgendwie so einen kleinen Schubser kriegt. Puh. Siehst du irgendwie dann ein entstelltes Gesicht unter der Kapuze? Sorry. Ist das der Dicke? Mein Freund aus dem Park? Hast du ihn noch nie gesehen? Kein Problem. Kennen wir uns? Nein. Sollten wir? Nein, nein, alles okay. Ich bin nur momentan etwas durch den Wind. Sorry. Kommst du von hier? Ja, ich wohne hier schon eine ganze Weile. Kannst du mir sagen, wo ich mich anmelden kann? Hier soll der Sheriff irgendwo sein. Der hat seine, hier, da gleich, hier da rein. Das in dem Club. Einfach nach Sam fragen. Du kennst den Sheriff. Stellst du mich vor? Einen noch besseren Eindruck. Kann ich machen. Aber der könnte so... Sei vorgewarnt, es könnte ein bisschen hitzig sein. Wir hatten gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich misch mich nicht in eure Angelegenheiten. Nein, das meinte ich damit gar nicht, sondern einfach nur nicht wundern. Sie ist nicht immer so drauf. Verstehe. Reichte die Hand, also kommt so eine Klaue unter irgendwie vor, irgendwie.
Swords. Na, sehr freut Scarlett. Ja, und dann würde ich mit ihm reingehen. Du bist gemutet. Geht zurück in den Club, ja. Dann wollt gerade rausgehen aus dem Büro wieder und dann kommt Scarlett euch gerade entgegen mit einer Gestalt mit Kapuzenhoodie und dunklen Jeans. Ich guck mir den mal genauer an. Ja, was auf was willst du achten? Ich würde mir den generell mal angucken, wie es mit seinem Tier gerade aussieht, aber auch generell mal auf Äußerlichkeiten halt achten. Ja, es ist eindeutig ein Vampir. Also ich betrachte ihn sehr eindringlich, dann Skylight, wer ist das jetzt wieder? Wohl ein Neuling, der sich beim Sheriff vorstellen möchte. Sehr höflich, wie ich finde. Wer von euch ist Sam? Das ist Bruce. Netter Kerl, aber der Sheriff ist weiter oben. Ah. Freut mich, dich kennenzulernen, Bruce. Nicke kurz. Soll ich sie holen gehen? Macht ihr denn die Vorstellung immer hier so im Flur? Ich meine, nein. Andere Städte, andere Sitten. Ich gebe nur Bescheid. Okay. Ja, gib dir Bescheid. Sam, da ist so ein Neuling, der dich sprechen will. Scarlett hat ihn hergebracht. So gerade fertig. Ja, Danke, Wendy. Das war's dann. Wir sprechen uns später noch. Ah, Chef. Komme ich ungelegen. Guten Abend. Abend. Ich habe nicht mit Besuch gerechnet, aber... Sam? Ja. Ah. Mein Name ist Swartz. Tom Swartz. Und bin Sie sind... neu und denke, man sollte sich vorstellen, wenn man in die Stadt kommt, oder? Ist das hier anders? Nein, absolut richtig. Gut, hiermit. Tom Swartz und Clan Nosferatu. Sie sind mir hoffentlich nicht böse, wenn ich sage, dass ich das schon fast vermutet habe. Kann man mir das ansehen? Es drängt sich auf. Haben Sie schon eine Unterkunft? Und wie lange haben Sie vor zu bleiben? Oh, ich suche jemanden hier. Darf man fragen, wen Sie suchen? Gerne, also falls Sie mir da helfen können. Als Sheriff muss man ja ziemlich viele Leute kennen wahrscheinlich. Sein Name ist Black. Christopher. Ein Macavianer. Allgemeines Augenverdrehen. Mir ist kein Malkavianer dieses Namens hier geläufig. Ist Ihr letztes Zusammentreffen schon länger her? Weil vielleicht benutzt er hier inzwischen einen anderen Namen. Das letzte Mal habe ich ihn in Venedig gesehen. Sagen wir... Es ist mein Job, also meine Lebensaufgabe, könnte man sagen, ihn zu finden. Und er hat irgendwie so das Interesse, sich vor mir zu verstecken. Ja, ich verstehe schon. Dann werde ich Ihnen also nicht raten, sich an den Macavianer Primogen direkt zu wenden. Warum suchen Sie ihn denn? Nun, es ist eine Aufgabe, die mir vor langer Zeit von meiner Primogen damals aus Las Vegas gestellt wurde. Und ich gehe meinen Aufgaben nach, auch wenn es jetzt schon... Ja, fast ein Jahrzehnt her ist.
Er ist ziemlich dann gut darin, sich zu verstecken. Und was werden Sie mit ihm machen, wenn Sie ihn gefunden haben? Nun, erstmal werde ich ihn wahrscheinlich nicht zur Rede stellen oder so. Ich werde ihn wahrscheinlich erstmal froh sein, dass ich ihn gefunden habe und erstmal beschatten. Das ist mein Auftrag. Er soll jemanden kennen, den meine Primogen gerne, naja, treffen würde oder, naja, mit dem wir noch eine Rechnung offen haben, sowieso. Jemand, der den Prinzen von Las Vegas getötet hat. Und dieser Christopher weiß wahrscheinlich, wo er zu finden ist. Gut, solange Sie nicht vorhaben, hier eine Lynchjustiz zu betreiben. Ich werde nichts tun, was gegen die Gesetze verstößt. Aber da dieser Christopher, nun ja, er ist nicht direkt beteiligt. Also die Jagd geht nach seinem Erschaffer. Haben Sie denn eine Beschreibung von diesem Christopher? Weil vielleicht, wenn ich mit dem Namen nichts anfangen kann, vielleicht mit einem Gesicht dazu? Ja, er gibt dir eine Beschreibung von einem ziemlich geleckten Typen, der ja, sehr darauf achtet, irgendwie öfter Handschuhe trägt, irgendwie so ein typischer American Psycho. Ein bisschen sieht er aus wie Isaiah. Einmal kurz. In der Beschreibung. Die Person, die Henry beschrieben hatte, die das Geländer gekauft hat, war das Pnabe? Oder sah der nur so aus? So ähnlich nur aus, wie der, ja. Oder also sah der nur auch so sehr geleckt aus? Also Henry hat den so ähnlich beschrieben wie Pnabe, ja. Okay. Passten die Beschreibungen zu irgendeinem von den Mikes, die wir schon, also mit denen wir schon persönlich, oder auf dem Elysium, die man gesehen hat? Nein. Nun, bisher sagt mir die Beschreibung nichts, aber vielleicht ist er auch nicht mehr hier. Das wäre schade. Ich habe irgendwo Leuten gehört, dass es ihr ganz gut wäre, sich zu verstecken. Sich zu verstecken ist hier durchaus, naja. Wo gedenken Sie zu tagen? Zu tagen? Ach so. Ich bin mir noch unsicher. Irgendein Motel wird es doch sicher geben hier, wo man tagsüber nicht belästigt wird. Mehr als eins. Ansonsten werde ich wohl bei meinem Clan irgendwo in den Niederungen dieser Stadt sicher unterkommen können. Ich kann davon ausgehen, dass Sie sich bei Ihrem Primogen hier vorstellen werden? Oder bei dem Primogen Ihres Clans dieser Stadt auch noch vorstellen werden? Ja, da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht so ganz klar ist, wer das hier ist. Können Sie mir da irgendwie weiterhelfen? War das jetzt Wanze? Ist es Wanze geworden? Es ist noch nicht raus. Das ist ein bisschen die sollten einen wählen, aber haben sie noch bis jetzt noch nicht gemacht. Ach ja, Sie haben recht. Das zieht sich ja noch etwas hin. Haben wir irgendwie eine Adresse von Wanze oder so, wo ich ihn mal hinschicken könnte? Ja, sagen wir mal so, du weißt, wo Wanzes Gebiet ist, ja. Gut. Ich würde Ihnen raten, Sie wenden sich diesbezüglich dann einfach mal am besten an einen sogenannten Wanze. Ich beschreibe ihm, wo das Gebiet von Wanze liegt und würde ihm dann noch erklären, dass der Club hier ein Ort ist, an dem jeder trinken kann. Natürlich praktisch. Auch unter der Bedingung, dass man die Menschen pfleglich behandelt, Maskerade wahrt und... Alles klar. Vielen Dank.
Also falls sie irgendwen finden, irgendwelche Spuren von Christopher Black haben, wissen sie, wo ich mich dann wahrscheinlich aufhalte. Irgendwo in dieser Nähe von diesem Panzer wahrscheinlich. Wenn der so Werde die einfach Augen zu öffnen. finden ist, ist das wohl dann eine gute Sache. Ja, Wanze ist schon besonders. Freue mich darauf, ihn kennenzulernen. Vielen Dank. Gerne doch. Ja, er dreht sich um und verlässt das Büro. Christopher Black. Nie gehört den Namen. Ich glaube, der ist hier nicht. Habe ich auch noch nie gehört hier. Ja, oder er ist unter einem Decknamen hier, wie schon gesagt. Oder er ist so unterm Radar, dass keiner von uns. Er scheint ja dann nicht zum Kla also nicht zum Familienclan zu gehören. Also Er ist nicht Graham, da. ja. Da fällt mir gerade was Lustiges ein. Jemand hat wohl meinen alten Trailer gekauft und den Trailer beiseite gebracht. Und dieser jemand soll Penava gewesen sein. Aber der ist ja nun mal weg. Das kann nicht länger als 2, 3 Tage her sein. Jemand für Penava ausgibt. Möglich. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir nichts auf der Liste. Ne? Können wir uns vielleicht danach mal drum kümmern. Apropos Liste. Apropos Liste. Scarlett? Ja. Wir gehen zu Sarah und dann zu Frank. Sicher, dass diese Variante die klügste ist? Wir brauchen die Infos, die er hat. Vielleicht wird dann manches noch klarer. Dementsprechend würde ich doch vorschlagen, dass wir erst zu Frank gehen. Sarah ist diejenige, die uns zu Frank bringen wird. Brauchen wir sie? Nun, sie hat gesagt, sie kann uns in einen Raum bringen, in dem er sich meistens aufhält. Und wir wissen ja, dass man als unsereins nur schwer Zugang zum Krankenhaus bekommt. Das ist richtig. Wie gesagt, ich weiß aber immer noch nicht, ob das die perfekte Grundlage ist, jemanden zu begegnen, indem man ihm sich in seine privaten Räume reinschmuggelt. Ich wäre ziemlich aggressiv, wenn ich dort einen von euch finden würde. Nun ja, sagen wir es mal so, ich habe Frank offiziell in meinem Amt als Harpyie vorgeladen. Er ist dem ausgewichen. Einen seiner Familienmitglieder ist quasi schlimm, wird schlimmen Verbrechen bezichtigt. Da denke ich mal, es ist, oder auf ihn, es gibt ja auch Indizien, die auf ihn deuten. Ich denke, ich als Sheriff bin durchaus berechtigt, ihn zu befragen. Und es ist doch viel angenehmer für ihn, wenn ich ihn in seinen Privaträumen aufsuche, wie dass ich ihn offiziell hierher zu mir zitiere, oder? Ist doch. Er sorgt doch für weniger Aufsehen, wie wenn ich ihn hier im Club antanzen lasse. Also, Wie es ihr geht doch wollt. nur um die Wahrung seiner Integrität als primogener Malkavianer. Natürlich. Schön. Und dann sehen wir ja, ob sich der Nebel vielleicht ein bisschen lichtet. Wie gut, dass wir alle dasselbe wollen. Ha! Schöner Schlusssatz für die heutige Session. Schön, dass wir dasselbe wollen. Ja. Oder so. Gut. Ja. Ich würde sagen, für heute war es das. Und beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich wirklich eine heftige Jubiläumsfolge mit Folge 50. Könnt ihr euch dann drauf freuen?
In 2 Wochen geht es hoffentlich dann, wenn alles klappt, weiter. Ja, wird schon gerätselt, ob Panava wieder da ist. Ah, vielleicht, wer weiß. Das ist zumindest jemand, der wie Panava aussieht, ist da und jemand, der Sand holt. Ja, guter Sand, richtig. Guter Sand. Mein lieber Impaler. Es ist fast so, als könnten Sie mich lesen, Herr Impaler oder Frau Impaler. Herr, es ist ein Ihr. Bist du dir sehr sicher? Man, heute kann man sich nie sicher sein. Gut. Wenn ihr Lust habt, irgendwie könnt ihr uns noch ein bisschen beim Quatschen dieser Runde, ich glaube, heute gibt es noch einiges zu bequatschen, noch im Nachhinein beim Aftershow-Talk noch zuhören. Dafür müsst ihr euch mal bei Patreon umschauen, ob euch das wert ist oder nicht. Wir quatschen gleich noch eine Runde dort. Und ansonsten geht es in 2 Wochen hier weiter mit Blood and Sand. Und der Jubiläumsfolge mit der Konfrontation von Graham, da freue ich mich. Und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt heute. Vielen Dank an den sehr, sehr aktiven Chat, der sich zwischendurch auch selbst educated, sage ich mal, über Vampir-Lore. Sehr schön. Kann leider nicht immer auf alles eingehen, aber ihr habt schon einige coole Anstöße und Ideen gebracht. Ja, ist natürlich auch alles ein bisschen kompliziert, immer mit zu spielen und auf den Chat gleichzeitig zu achten. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Also, ultra cool, das zu lesen zwischendurch. Ja. Ansonsten kann ich euch empfehlen, wenn ihr wartet unterwegs auf die nächste Runde hier, schaut doch mal bei den anderen Kanälen vorbei. Da gibt es teilweise auch sehr interessante Sachen zu sehen. Auch Vampire. Zum Beispiel bei Rerion gibt es Vampire zu begutachten auf dem Kanal, nicht wahr? Ja, das dauert allerdings noch ein bisschen. Also als nächstes gibt es erstmal am Dienstag wieder Call of Cthulhu mit Horror im Orient Express. Also Horror der anderen Art, nicht in der WOD, aber auch, glaube ich, ganz knusprig. Ja, schaut doch vorbei beim Rerion. Oder wo es auch noch Vampire gibt und eine ziemlich neu aus den Angeln gehobene Tremere-Runde ist Mondi. Auf ihrem Kanal gibt es Tremere-Vampire-Action. Richtig, wir haben noch keinen 100%igen neuen Spieltermin. Bis jetzt ist erstmal der 27.02. angedacht, aber das muss noch bestätigt werden. Also wenn wir das dann definitiv wissen, dann wird es auch beim Nerdpur eingetragen und auch getwittert. Also ihr bleibt auf dem Laufenden. Ansonsten gibt es, glaube ich, gerade einen neuen Durchlauf von Bloodlines, ja. Bloodlines, Vampire Masquerade, als Bloodlines. Als, glaube ich, diesmal. Genau, ja, mit Erscheinungsbild 4 und allgemein Verführen auf 8. Also es ist ein recht flirtlastiger Stream. Ja, also wenn ihr Moni flirten sehen wollt, schaut da rein. Ja, Vampire gibt es beim Kakko, glaube ich, eher als Opfer der Ripperbrut-Sachen, Leutenwind oder? Ja, nicht direkt Vampire, sondern mehr Teufel und Dämonen. Aber die gab es tatsächlich. Ja. Ja, ist ja quasi das Gleiche. Nee, aber das stimmt. Da haben wir allerdings eben. Noch nicht, aber das könnte vielleicht auch noch kommen. Mal schauen, wie sich das noch so weit entwickelt. Aber beim letzten Mal, wie gesagt, haben wir mit einem kleinen Teufel gesprochen und seinem Höllenhund. Das war sehr interessant. Also schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. War eine sehr, sehr amüsante Folge auf jeden Fall. Das ist ein System, wo man sowas wie Hunter spielt, ne? Genau, aber wir spielen nicht direkt Rippers, sondern wir spielen halt so eine, also wir spielen ganz normale Savage Worlds, nur halt das Ripper-Setting in die Neuzeit quasi verfrachtet. Mit ziemlich ulkigen Auftraggebern. Und, wenn ich das überhaupt nichts sagt, dann müsst ihr einfach beim Kakko auf dem Kanal mal schauen und dann findet ihr das heraus. Und das sind noch nicht annähernd 49 Folgen, das kann man noch aufholen. Auch 49 Folgen kann man aufholen. Übrigens, das bringt mich gerade zu einer sehr coolen Sache. Irgendwie vielen Dank auch an Zuschauerinnen und Zuschauer, die ganz uralten Sachen jetzt gerade, ja. Also die Runde hier gerade angefangen haben und nachschauen.
Zum Beispiel der Reg Jackson, der guckt gerade so irgendwo bei Folge 17 und kommentiert immer Sachen, wo ich mir denke, oh, oh, wenn der wüsste. Ja, also Reg, falls du irgendwann mal an Folge 49 ankommst, hallo. Ja, gucken. Ja, oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Feramin-Fan seid, Feramin auf Twitter folgen und dann erfahrt ihr, wo Feramin das nächste Mal so mitspielt, denn die spielt ganz viel überall in Runden mit. Wo ist das nächste Mal? Das nächste Mal ist wieder Vampire Dark Ages, Montag in einer Woche. Falls nicht von der Phileas und Crew noch jemand wegfällt. Kurzfristig ausfällt und wir wieder einen Raluf oder eine Shaya brauchen. Ja, also da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, wenn ihr Feramin verfolgt. Gut dieses, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Gut, ansonsten geht's hier in zwei Wochen weiter mit Vampire und nächste Woche Sonntag könnt ihr Phileason begutachten. Ich empfehle euch auch irgendwie bei mir mal die neue DSA Arcana Runde anzufangen. Die ist irgendwie auch sehr, sehr lustig. Da spielt Feramin auch mit. Da geht es um ein heimtückisches Mordkomplott. Und ja. Enjoy. So, und wir sagen den Segen der Nacht, würde ich sagen, für heute. Vielen, vielen Dank für alles. Wenn ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns bitte einen Kommentar und einen Daumen und so die ganzen Kack. Man muss es sagen, weil es wirkt echt, ne? Kommentare sind sehr, sehr schön. Auch immer sehr schön oh mein Gott. Dollar Power. Der Dollar Power, der mal kurz vor dem aktuellen Stream nochmal den alten Stream guckt anscheinend und kommentiert und uns dann immer noch schön nochmal irgendwie zusammenfasst, was wir da alles verbrochen haben die letzte Woche. Wenn wir kein eigenes super geführtes Mitschreibeding hätten, dann würden wir das vielleicht sogar benutzen können, so regelmäßig wie das macht. Dollar Power, Dankeschön, wenn du das hier siehst. Vielen, vielen Dank. Gut, und wenn ich da gerade, ich mache nochmal Werbung, Entschuldigung, wenn ich den Dentip da gerade im Stream sehe, ja, das Urgestein der deutschen Vampire-Streamer-Szene, würde ich mal sagen, ja, also einer der allerersten Vampire-Streamer überhaupt. Wenn ihr dann noch nicht kennt, den Dentip, klickt doch mal da auf sein Logo da, dann kommt ihr zu seinem Kanal und vielleicht kriegt ihr da vielleicht ganz tolle Sachen mit, weil da ist auch wieder Vampir-Content jetzt. Ganz neu und frisch. Zwinker, zwinker. So, okay. Und genug der Werbung. Wir verabschieden uns für heute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.